Meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag zu dem wunderbaren, einen schönen guten Tag zu dem wunderbaren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Tiere und das Ausländer. Das ist nicht so der Nizar. Ja, ich bin immer noch nicht auskuriert. Ich will den Nizar. Ja, ich kann noch nicht, ich muss mich akklimatisieren. Hey, mein Name ist Nizar. Kauft meine Tour. Ja, Nizar, kauft meine Tour vor allem. Nizar TV, www oder so. www.nizar TV, checkt die Tourtermine. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Nizar und Cheyenne Podcast. Genau. Den immer wachsenden. Weiter wachsenden. Unsere Fanbase wächst wie ein gesunder Baum. Genau. Schön, und da sind ganz, ganz schöne Blätter immer dabei. Genau. Ihr seid wirklich mit so viel Liebe. Ey, die Leute schreiben so, die schreiben wirklich Romane immer. Ja, ne? Mittlerweile geht mir das auf den Sack. Nee, das ist schön. Weil mittlerweile, das Schlimme ist, wenn ich das jetzt sage, wenn die es extra machen. Weil mittlerweile poste ich mein Job, wovon ich lebe. Ich poste so, yo, meine Damen und Herren, ich bin in München, Tickets gibt's auch an der Abendkasse, schreiben so Leute so, wann kommt Podcast? So, gar kein Interesse an meiner Profession. So. Kannst du dich noch erinnern, vor bestimmt 15 Folgen vorher, da hat mich das immer genervt und du sagst, nein, das ist voll schön, du musst immer antworten. Ja. Was ist denn passiert? Ja, das ist ja, guck mal, manchmal mache ich eine Fragerunde oder so bei Instagram. Podcast. Und dann schreibt einer, machen wir lieber Podcast statt Fragen. Ja, die haben uns echt zerstört. Aber das ist schön. Ja, das ist gut. Schön, dass es Anklang findet. Ja, wenigstens eine Sache, die von Erfolg gekrönt. Guck mal, wir sind sehr professionell. Ja. Alles, was wir anfassen. Ey, guck mal, die Fans nehmen uns auch. Ey, das Schlimme ist, durch diese. Sag's nicht! Sag's nicht! Ja, warte. Nein, ich will nicht, dass du sagst. Ja, warte, aber durch einige Ungereimtheiten in unseren Aussagen. So wie die meisten Deutschrapper. Ja, genau. Sehr schön. Unsere Logistikplanung ist ja nicht die beste. Ich schwör's dir, letzten Mittwoch, 20 Uhr, ist mein Posteingang explodiert. Als hätte ich so gepostet, wie ich so einen Hund anpinkel. Ich schwör's dir, ey. Wo ist der Podcast? 20.03 Uhr schreiben die Leute. Ey, warte doch mal, wie viele Hunden hast du? Hol schon mal. Ja. 20.03 Uhr ist echt. Ja, das Problem ist, wir sind ja nicht. Guck mal, wir wissen, wie ja vor der Kamera funktionieren sollen. Ja. Weil wir genauso sind wie hinter der Kamera. Ja, das ist aber nicht gut. Das, was? Wie wir vor der Kamera sind, ist gut. Weil das hat einen Unterhaltungswert, ja, dass die Leute. Aber wir sind ja gleich. Ja, dass die uns gerne zuhören oder dass die uns gerne zuschauen. Aber hinter der Kamera sollten wir eigentlich das Gegenteil sein von dem, was wir sind. Ja, aber da sind wir ein bisschen schlimmer sogar. Ja, weil das treibt uns in den Ruin. Aber das ist peinlich, Bruder. Was für ein Kalle. Vor allem bei dir, was ansteht, da sollte man. Ja? Das ist gut. Das sollte man. Das ist irgendwie so schwer hier mit dem Arm. Ja. Nee, ich wollte damit eigentlich nur sagen. Nee, der Arm muss leichter sein als der. Warum? Ah, wow, du bist immer kleiner Schlawiner. Ja, ey, du hast ein geiles Wort letztens erfunden, letzte Folge. Ich habe nichts erfunden, das war immer die Wahrheit. Diese kleinen Bibaus hieß das, oder? Was habe ich da gesagt? Ey, das muss ich noch hören, das war einfach. Basauis. Die kleinen Basauis, ey. Nee, ich wollte damit eigentlich sagen, guck mal, wir sind Basaui, immer. Das ist geil, das ist ein geil. Aber guck mal, ich will ja so wenig Fäkalsprache wie möglich benutzen. Ja. Und Basaui ist geil. Wenn du Chef vor, anstatt irgendein schlimmes Wort zu sagen, sagst du mir, der ist voll der Basaui. Ich hoffe, du bist im Gericht. Und sagst einfach zu ihm, ja, Richard, was sagen sie? Das ist voll der Basaui. Ja. Wie bitte? Ja. Was heißt das? Das ist ein Basaui. Ja. Oder der Bijamist. Hey. Bijamist ist das Geilste. Der ist voll der Bijamist. Weißt du, mit Volker? Ja, der Bijamist. Ey. Wie geht's eigentlich immer? Immer geht's gut. Der war in der Türkei, in Istanbul, hat nur so Essen gepostet in seiner WhatsApp-Story, dass der so türkisch isst, immer so Frühstück. Du weißt aber, die Türken frühstücken. So ja. Essen für 15 Länder. Ja. Und ja, der war in Istanbul. Yannick ist auch jetzt da. Du hättest eigentlich auch da sein sollen. Ja, hat leider aber nicht. Yannicks Flug ist aber übrigens verschoben worden, ne? Meine auch. Ja, ja, Yannick auch. Der meint, der war am weißt du, und der ist erfahren hat, der ist am Flughafen. Der ist da mit den Sachen. Dann sagen die, tut mir leid, wir fliegen nicht. Ja. Kommen sie 2 Tage später wieder. Deswegen gibt es ja Flight-Status, wo man im Internet gucken kann. Boah, aber das würde mir Panik machen. Also wenn man den Flug verschieben würde, der neue würde mir irgendwie Panik machen. Weil ich würde sagen, das ist nicht der richtige. Oder was hättest du letzte Woche gemacht, als ich von Berlin geflogen bin? Boah, da wäre ich, ja. Einfach. Erzähl mal den Zuhörern, was genau passiert ist. So, meine lieben Zuhörer, ihr kleinen Süßis. Ja. Ihr, ich war Bijamisten. Ihr Bijamisten, ey. Ich war in Berlin,
hatte da ein bisschen zu tun. Hat also, sich aber in Berlin nicht wie ein Bijamist. Nein, guck mal, ich sag's ehrlich, yeah. Weil, guck mal, ich finde, der Podcast muss immer das ehrlichste Format der Welt sein. Ja. Ich bin da hingeflogen, um Termin, um Business zu machen. Eigentlich habe ich nur Geld ausgegeben. Ja. Wie ich mit meinem Tank. Ja. Hab nichts erreicht, kam mit Minus zurück. Ja. Ganz einfach. Ja, ja. So ein normaler Bijamisten-Alltag. Ja, du bist ja bekannt dafür. Ich bin ja bekannt dafür. Dass du über Geld zu Sachen dass ich über Geld verschicke. Genau wie die Kamera, für die du 15.000 Euro bezahlt hast, die nichts bringt anscheinend. Und du willst immer weitermachen. Ja, lass uns doch diesen super Adapter kaufen für 14.000 Euro. Wir haben doch schon 12 Adapter dafür gekauft. Das funktioniert nicht. Nein, 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 kauf den auch noch. Aber das Gute ist, ich zahle meinen Strom nicht selber. Ja. Weil die Sa das ja übernimmt. Diese Insider sind einfach zu geil. Ja, aber das sind die Vorleute, können uns nicht folgen. Ja. Ich zahle meinen Strom nicht selber. Weil Nisa das über den Bruder von einer dreiköpfigen Familie. Ja, Sippi, was haben die alles, was haben die gemacht? Ich weiß, und wie dreist die sind, die sagen schon, ey, irgendwie wird uns Strom wird uns kein Strom abgebucht, sondern die lassen das einfach laufen. Also ja. Die Rache des Bijamisten. Die Bijamisten Club. Ja, so, hör mal zu. Ja. Ich war in Berlin und dann kam ich zurück, sollte in Frankfurt landen. Ja. Und guck mal, was ein Pech, Bruder. Nicht eine Stunde, nicht 20 Minuten später. Wir sind 15 Meter über der Landebahn. Also das heißt, du hast die Bahn gesehen, so du hast runtergeguckt. Ja, ich habe schon die Striche und die Leuchten gesehen. Ja. Wir sind über das Gelände, ne? Ja. Ich sehe schon die Leuchten, alles. Der will gerade runter. Plötzlich hörst du. Der fliegt einfach kerzengerade, knapp 90 Grad, einfach hoch. Ja. In den Himmel. Du siehst nichts mehr. Alles Wolken. Und dann Turbulenzen. Bap, 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 bap. Und du weißt nicht, was los ist. Der sagt nichts, der macht nichts. Oh, ich hab ja sowieso panische Flugangst. Ja. Aber ich war ja noch gut auf Tabletten. Ja. Aber ich habe ja extra nur eine halbe genommen. Die wirkt nur eine Stunde. Weil ich fliege 50 Minuten, kommen die 10 Minuten mehr. Ja, ja, aber dann wird es jetzt länger. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich schwör's dir, nicht mal 12 oder 13 Minuten. Ja, das ist aber geil. 12 oder 13 Minuten. Ich rede von Frankfurt, 12 Minuten höchstens. Weil ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Köln. Sagen die, ja, wir landen jetzt am Köln-Flughafen. Ich so, hä? Wir waren doch vor 12 Minuten da. Ich so, krass, guck mal, was ein Weg, wie schnell das war, ne? Wir landen da, ja, komm, wir tanken das Flugzeug, weil es gab so einen Drohnenangriff in Frankfurt. Ja, aber was meinen die genau mit Drohnenangriff? Das sind so Leute mit so Drohnen, kennst du? Sind einfach aufs Flughafengelände gegangen, um die Flugzeuge zu stören, dass der Betrieb eingestellt wird. Das sind einfach Psychopathen. Ja. Die musst du tothauen. Ja, behinderte Leute. Die musst du wirklich tothauen. Oder es waren hinter mir über 15 Maschinen, konnten nicht landen. Und die sind alle in Köln notgelandet. Boah. Oder über 800 Passagiere, du musst auf dem Rollfeld, wir haben plötzlich Flugzeuge gesehen, alle waren neben uns so. Jeder so guckt aufs Fenster, keiner weiß, was passiert. Und dann haben die uns von 20 Uhr bis 22 Uhr im Flugzeug gelassen, ohne raus, ohne nix, gar nichts. Und dann sagt er so, ja, sie müssen jetzt das Flugzeug verlassen, sie müssen gucken, wie sie nach Hause kommen. Die Lufthansa zahlt alles, ob Mietauto, Hotel. Aber sie müssen natürlich Lamborghini, Radisson Blue, direkt ausgemacht. Aber das Gute ist, dass du in Köln gelandet bist, wir haben uns gesehen an dem Abend noch. Ja, wir haben uns noch gesehen an dem Abend. Das ist das Gute, dass du nicht in Frankfurt gelandet bist. Dann warst du noch kurz bei einer Show. Bei einer Show von am dir. Am Ende. Ja, ja. Bei Nightwash. Aber ich habe was ganz, ganz Geiles für dich. Aber wie war Nightwash kurz? Erzähl mal, dann vergiss nein, ich bin bei Nightwash aufgetreten. Bastian Bielendorf hat moderiert. Sehr geiler Typ. Ich habe mich sehr cool mit ihm unterhalten. Krass, kennt man ja. Ja, der ist bekannt. Echt? Ja. Bruder, weißt du, wie viele Tickets der verkauft? Ja, aber nicht so viel wie der Nisa und Shire Podcast. Ja, weil du den nicht kennst. Aber guck mal, das ist doch bei mir immer so, wie wenn du mir jetzt irgendwelche Rapper zeigst. Ey, kennst du den? Ich kenne doch die meisten gar nicht. Sehr bekannter Typ, sehr cooler Typ. Wirklich cooler Typ, hat moderiert, die zwei Juries aufgetreten und Robert Allen kannte ich nicht, aber der war geil. Der hat so einen Soul-Song gespielt, der ist so Kochbeutelreis, geiler Song, müsst ihr mal abchecken. War eine coole Show, volles Haus, wie immer bei Nightwatch, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich, während ich im Raum war, hast du mich angerufen und jeder, der mich kennt, jeder, weiß, dass wenn ich angerufen werde, was, Schein? Du gehst nie ran. Ich gehe nie ran. Das hat immer mehrere Gründe. Erstens, ich hasse es zu telefonieren. Ich hasse es. Es nervt mich. Es ist. Uah. Und zweitens, ich habe viel zu tun. Da bin ich rangegangen.
Ja, war du, das bist echt, so, ja, du bist recht dran. Ey, und ich war noch im Flugzeug. Ja, der hat sich wahrscheinlich selber gewundert. Ja, wieso geht da dran? Ja. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin im Flieger in Köln, kannst du mich abholen? Dann habe ich gesagt, ja klar, Bruder, ich lasse hier einen Auftritt hängen und hole dich sofort ab. Nein, dann hat unser kleinwüchsiger Mitarbeiter den Schein abgeholt. Ja, der hat mich dann abgeholt. Dann hat Moat Schein abgeholt. Und dann hat er mich zu dir gefahren. Ja, genau. Dann haben wir noch gechillt. Wo waren wir da? Da waren wir in so einer ganz komischen Bar. Sind wir nicht nach Hause gefahren? Nein. Nee. Wir haben kurz gechillt, geredet. Aber eine Sache habe ich dir nicht erzählt. Extra. Ich habe für einen Podcast gewartet. Ja, sehr gut. Ich kann dir deine Flugangst nehmen, Bruder. Wie denn? Guck mal. Ich dachte, jetzt kommt was Interessantes. Ich habe es im Podcast gelassen, ich habe es dir nicht erzählt. Ich bin eigentlich eine Frau. Ja, das wäre geil. Ja, das wäre echt geil. Ich bin eine Bijamistenfrau. Ich würde mit dir dann zusammenkommen. Echt? Ja, klar. Boah, krass. Ich würde voll, ich habe voll Bock, nur zu kochen und zu Hause zu bleiben. Ja. Ist ja in der Kultur so weit verbreitet. Ja. Oder? Genau, und wir schlagen noch unsere Frauen. Ja, das ist stylisch. Spaß, das ist so geil. Nee, auf jeden Fall, da kam der Homosexuelle, also der schwule Stewardess, ja, kam und sagt so... Ey, wieso, warte, sorry, dass ich einklicke hier, ne? Wieso, also man kann mich gerne korrigieren, ne? Sind alle männlichen Flugbegleiter homosexuell? Hast du mal einen Hetero-Flugbegleiter gesehen? Warum machen Hetero-Leute das nicht? Das ist eine gute Frage. Ist das so wie Volleyball? Meldet, die sollen sich mal melden. Ja, an alle Männer, arbeitet auch mal als Flugbegleiter. Ja, vielleicht gibt es ja Hetero, vielleicht hört ja einer zu. Ja, klar. Ja, schreibt uns, wenn ihr ein Hetero-Flugbegleiter seid. Die sind alle homosexuell. Denkst du? Wie so Modedesigner. Ja. Das zieht die an. Aha, das zieht die an. Das ja. Vielleicht ist es, weil man viel mit Frauen zu tun hat und so. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall. Man weiß es nicht, man kann da nicht... Man blickt da nicht durch. Man ist da nicht drin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall kam der schwule Stewardess zu mir. Der war voll süß, der war voll lieb. Ne? Die Schwulen sind immer lieb. Ja, der kam zu mir und hat gesagt, geht's Ihnen gut? Weil er hat gemerkt, ich kriege langsam Panik. Ja. Mein Mund war schon trocken. Ich so, ey, was passiert hier? Und ich hatte Angst. Ich wollte eigentlich aussteigen. Ich wollte eigentlich sagen, ich steige aus, weil meine Tabletten ja nicht mehr wirken. Ja, so und ohne, einfach und Tabletten fliege ich ja nicht. Ja. Kannst machen, was du willst. Fliege ja, ich nicht. Der hat so den ganzen Flugbetrieb aufgehalten. Ja, ich habe gesagt, ich fliege nicht. Und er hat gemerkt. Dann hat er gemeint, ich so, ey, ich kriege gerade Panik, ich brauche ein bisschen frische Luft. Dann sagt er, guck mal mit nach vorne. Kam er nach vorne, hat er mir die Tür aufgemacht. Ne? Wie siehst du das? Ja, wie nett. Der war voll lieb. Und dann habe ich so ausgemacht und dann sagt er so, warum hast du denn Flugangst? Ich fliege seit 30 Jahren. Ne? Ich habe gesagt, schön. Ja, und? Du kannst mir auch sagen, ich nehme seit 30 Jahren Heroin. Ja, ne, auch seit, dass du lebst. Gut ist. Weiß nicht, dass du das. So, da habe ich gemeint, schön, dass du das kannst oder machst, aber ich kann nicht. Ich fliege so selten wie, wenig, so wie möglich und so. Und dann kam der Pilot raus und sagt, warum ist die Tür auf? Und dann sagt er, der war voll stylisch, wenn du das, falls du siehst, schöne Grüße. Dann sagt er so, ja, der hat Flugangst und so. Wolle, dann kam der Pilot zu mir und sagt, komm mal mit. Ey, die sind voll korrekt. Oder kam ein Cockpit, macht Tüte hinter mir zu, stellte mir die Tür, den Co-Piloten vor und setzt mich am Pilotenstuhl hin. Boah! Und sagt so, guck mal, ich erkläre dir. Ich hätte alle Fragen gestellt. Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe ganz ekelhaft Fragen gestellt. Der so, guck mal, das ist der Schub. Guck mal, das kann ich abstürzen wegen das. Ich erkläre gleich, was er gesagt hat. Oh mein Gott! Oder sag ich, was ist denn, wenn deine Frau dich verlässt? Das ist die Hauptfrage. Ja, nicht, ob hier dieser Flügel noch funktioniert. Der funktioniert, das ist deutsche Handarbeit. Jawohl, genau. So, der ist so, ja, bei uns ist es so, als Pilot, wenn du einen schlechten Tag hast, musst du nicht kommen, du bist freigestellt, wird bezahlt. Ja, aber was, wenn du trotzdem kommst? Weil du wenn so du trotzdem kommst, ist der andere Pilot oder die Crew oder Stewardess verpflichtet, das zu melden. Wenn die irgendwas merken, der ist nicht gut drauf, das ist im Busch. Da ist was im Busch. So wie George. Okay. So, dann erzählt er mir, sagt er so, siehst du dieses Programm? Also dieses Koordinationsprogramm und so. Ja. Oder Autopilot. Das wird von drei verschiedenen Firmen dreimal programmiert. Von unabhängigen Leuten, wo man nicht weiß. Ja. Falls du ein Programm hacken kannst, also irgendein Hacker, und ein Flugzeug übernimmt, können die das ausschalten und das zweite Programm anmachen. Ja, okay. Dann haben die wieder die volle Funktion. Und das können die dreimal machen. Ja, okay, aber ich habe keine Angst vor Hackern. Ich habe so Angst vor Wirbelsturm. Und so Blitzen und sowas. So, dann haben die, wegen Blitzen. Wenn oder wenn es so kalt ist und die Rotoren frieren ein. Nein, also, der hat, guck mal, der hat gemeint, wenn beide Motoren ausfliegen, können die noch 100 Kilometer fliegen. Also, wie so ein Segelflugzeug. Boah, ich würde trotzdem sterben. Ja, aber es ist schon ein bisschen locker. Und dann hat er gesagt, guck mal. Okay, was, wenn das so wackelt, das Flugzeug? Warum wackelt das immer? Warum wackeln einige Piloten? Und dann, ja, der hat mir dann gesagt, wackeln
das Wackeln, was wir, wo du sagst so, hier, bla 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 und so, ne? Hier, dieses Wackeln, ne? Ja. Er hat mir gesagt, die fliegen schon in die harmloseste Route. Er sagt, die können ja so tagelang vorher schon gucken, ja, und kurz vorm Flug gucken die, wo die meisten Turbulenzen sind. Und das, was du dann im Flugzeug siehst, ist die harmloseste Strecke von allen. Die überfliegen die schlimmen Sachen. Und stell mal vor, Bruder, du kommst in so eine Schlimme rein. Boah. Und dann hat er mir gesagt, ein Flügel, ne? Ja. Kann bis zu 75 Grad sich biegen, ohne zu brechen. Weil ich habe gesagt, was ist, das wackelt so, ja, das kann doch einfach abbrechen. Sagt er, nein, bis zu 75 Grad kann das so biegen und das bricht nicht. Und er war so selbstsicher, der Pilot? Ja, der hat gemeint, sagt er, guck mal, in Deutschland ist so, oder auf der Welt, wenn es Sicherheit ist, das wird so 50 Mal mehr getestet, als überhaupt in der Natur passieren kann. Weil sonst könnt ihr ja nicht sagen, das ist sicher. Die testen ja nicht nur das Minimum. Ja, in Deutschland. Aber was mit Flugzeugen in, ja, Bruder, Kongo, irgendwas so Sri Lanka und so fliege ich nicht. Bist du verrückt? Da sind irgendwelche, die vergessen die Schraube, verkaufen die auf dem Schwarzmarkt, weil die nochmal eine Tüte Reis irgendwo kriegen. Da steige ich nicht ein, Bruder. Da helfen keine Tabletten der Welt. Ja. Das ist echt geil. Ich habe einen Freund gehabt, der ist auf die Philippinen geflogen. Mhm. Ne? Und dann hat er mir erzählt, dass ein Flieger, der so, ich schwör's dir, du wärst gestorben. Sagt, da war einer mit so einem Käfig, so Huhn ist da drin, dann so Riss in der Wand, wo du so aufreißen kannst. Ja. So, ey, wie kannst du da fliegen? Das war so ein Inlandflug. Ja, Inlandflüge sind immer schlimm. Boah, die sind fast in jedem Land sind die schlimm. Ich will also, guck mal, da bin ich voll der Rassist in so Sachen. Wie du zum Beispiel in der Musik rassistisch bist, bin ich da Rassist, wenn es kein europäischer weißer Mann gebaut hat und geprüft hat, möchte ich das Ding nicht benutzen. Ich schwöre. Das ist, ich habe eine Frage. Ja. Wollen wir so ein Flugzeug-Angst-Crash-Kurs machen? Nee. So, wie? Nee, das ist ja Theorie. Und dann kommen wir in so einen Flugsimulator. Ist nicht jetzt ein Basketballer gestorben? Ja, oder? Leider. Ja. Mit Tochter, 13 Jahre. Ja, aber Bruder, die haben eine Genehmigung, die haben keine Genehmigung gehabt, die durften nicht fliegen. Ja, guck mal, jetzt suchst du irgend so eine Lücke. Nein, der durfte nicht fliegen, der Hund. Aber Kobe ist doch nicht selber geflogen. Ja, aber der Pilot hätte sagen müssen, wir dürfen nicht fliegen. Was ist eigentlich, warum ist sie nicht abgestürzt? Wegen Nebel, keine Sicht. Der Pilot hat die Orientierung verloren, der wusste nicht mehr, wo oben unten ist. Der wusste nicht, wo links, rechts ist, oben, unten. Und ist einfach, glaube ich, mit 270 km/h gegen diesen Felsen geprallt. Boah, überleg mal. Und der sitzt mit seiner Tochter und er muss so seine Tochter halten und ihr sagen, alles wird gut. So, er weiß nicht, was passiert. Da waren ja auch noch mehrere Kinder, ja, drin, Bruder. Boah, ist das eine ekelhafte Situation. Mhm. Siehst du, wie willst du dann, deswegen, also ich flieg Hubschrauber sowieso niemals. Ja, das würde ich auch nicht machen. Guck mal jetzt Erik, ja, ja, für Dubai ist okay. Guck mal Erik, ne, schöne Grüße an Erik. Sein Vater ist ja Hubschrauberpilot. Ja. Guck mal, wie krank diese Menschen sind. Also da, ich will jetzt nicht ausfallend werden. Also nicht natürlich, dass Eriks Vater krank ist, um Gottes Willen. Das möchte ich nicht sagen, sondern die Situation an sich ist krank. Eriks Vater ist Hubschrauberpilot. Und also ein Privathubschrauber. Ja, genau. Und es gab einen Hubschrauberabsturz in Koblenz. Das war Eriks Vater. Der hat mir auch den Hubschrauber gezeigt, voll Panik. Eriks Vater hat überlebt. Nichts ist passiert. Sehr gut. Nichts. Der Hubschrauber war komplett am Arsch. Ihm ist nichts passiert. Ne? Gott sei Dank. Alhamdulillah. Yoda sei Dank. Und alles Lob gebührt Odin. Und ist es der von Magisch? Odin. Der Sänger? Nein, Odin ist der Vater von Thor. Was ist mit dir los, Alter? Was für Magisch? Guck mal, was passiert. Weißt du, was Eriks Vater macht? Ah. Erzählt Erik mir, der fliegt so 3 Tage später wieder. Das war so für den normal, wie so ein Auto, das ausgerutscht ist. Ich werde nie wieder. Ich verstehe, ich kann diese Denkweise nicht nachvollziehen. Ja, das ist schon hart. Weil für die ist das normal. Das ist wie wenn wir einen Autounfall bauen, fahren wir auch nochmal. Aber Bruder, das ist schon, Fliegen ist schon was Ekelhaftes. Wir sind nicht dafür gemacht. Ich bin echt nicht dafür. Du bist schon ein bisschen lockerer als ich. Ja, weil ich high bin. Ich nehme so Tabletten, die meine Angst unterdrücken. Guck mal, das Krasse ist, wie oft hatten wir vor, ey, komm, wir haben nichts gesehen in unserem Leben. Wir müssen New York sehen, wir müssen Tokio sehen. Aber wegen unserer Flugangst fliegen wir einfach nicht. Ja. Wir geben das Geld dann einfach für Döner aus, anstatt damit nach Tokio zu fliegen. Guck mal, in Tokio, du weißt ja, 14 Stunden oder so. Boah, ich würde durchdrehen. Aber stell dir mal vor, ich würde Michael anmachen im Flugzeug. Ja, würde ich das ablenken oder Prince? Nein. Diese Angst, du weißt doch. Du weißt ja, aber plötzlich kommt James Bond, der Funk, Alter. Ja, aber was ist, wenn der Funk, der Flügel auch den Funk fühlt? Ja, aber das ist geil. Wie viel Prozent kann das sich noch oben biegen? 75 Grad. 50 Grad, 50 Prozent. Und das bricht nicht? Ja. Boah, aber guck mal, in der Türkei ist doch auch jetzt dieser Flieger abgestürzt. Also, ja, aber
Ja. Da hätte ich drin sein können. Echt? Ja, das ist zu weit. Was ist mit dem? Ich weiß, dass ich gehört habe, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich möchte jetzt nicht das als Fakt verkaufen, bevor mir jetzt irgendwelche Leute schreiben, das stimmt nicht. Ich meine, irgendwo aufgegriffen zu haben, das fand ich sehr stylisch, dass Faultiere sich nur 17 Minuten am Tag bewegen. Echt? Wie Arbeitslose. Ja, du weißt ja, die hängen ja immer so. Ja. Und ich glaube, die bewegen sich nur so, um kurz was zu essen, und dann hängen die den ganzen Tag rum. Die haben ja auch so ein Kiffergesicht. Ja. Ne? Ich habe auch gehört, ein Koala, wenn er nicht 21 Stunden schläft, stirbt er vor, wegen Übermüdung. Lava keine doch. Kacke. Habe ich mal gehört. Übermüdung, der stirbt. Der muss also so ganz lange. Ja. 21 Stunden, der ist müde, Bruder. Die sehen aber auch geil aus, diese Koalas. Ey, Koalas sind echt süß. Die sind echt stylisch. Das ist echt stylisch. Die klettern immer so, die sehen geil aus. Apropos Koala. Nee, apropos so heldenmäßig. Wenn ich dir sage, komm, lass mal so eine Challenge machen. Ja. 6 Superkräfte, die du gerne haben würdest. Du fängst an, ich komm, dann bin ich dran, dann du, dann ich, dann du. 6 Superkräfte? Ja. Was würdest du gerne haben? Du kannst alles aussuchen, alles auf der Welt. Auch wenn es es nicht gibt, du kannst erfinden. Okay, ich würde gerne in die Zeit zurückreisen können. Um was zu ändern oder einfach nur da zu sein? Was zu ändern. Und nachdem ich es geändert habe, würde ich dann so einfach 1986 kleben bleiben. Auf Prince-Konzerte gehen, auf Michael-Konzerte, auf Phil Collins-Konzerte. Würdest du dann da leben? Ja, ich würde einen Indiana Jones... Würdest du nicht mehr zurückkommen? Nee. Ich würde genau die 80er... Würdest du dann einen Podcast mit Kassette machen? Ja, ich würde den Podcast erfinden, das gab es ja dann noch nicht. Und dann würde ich mir das Wort patentieren lassen und auch Podcasting an sich. Ja, du könntest auch dieses ganze Facebook alles verhindern. Ja, ich verhindere es dann auch. Ich töte Mark Zuckerberg. Ich schlitze ihn auf als Baby. Töten wollen wir nicht. Wir sperren nur ein und misshandeln. Ja, weil töten ist echt. Ja. Und aber stimmt, du könntest ja alles ändern. Nee, ich kann, du könntest ja hingehen zu Bill Gates und sagen, du kommst an dem Tag nicht raus. Ja, ich verhindere alles. Ich verhindere Autotune. Ich verhindere alles. So, du kommst, ist 2020, Method Man ist Platz 1 in den Charts immer noch. Wu-Tang-Clan. Rockmusik ist am Start, richtige Bands, die Instrumente spielen. Alles ist anders. Die Effekte sind auch noch so wie in den 80er Jahren. So, die Special-Effects-Industrie hat sich nicht weiterentwickelt. Ey, krass, ne? Man könnte alles ändern. Ich ändere alles. Frauen dürfen nicht wählen. Das ist so hart. Ich würde alles ändern. Alles. Das wäre schon das Beste. Aber ich würde jetzt nicht so... Aber dann weißt du ja nicht, ob es sich gut entwickelt. Ja, das stimmt. Du kannst ja nur einmal ändern. Ja, ich ändere so... Ich würde einfach so egoistisch Sachen ändern, die mir nicht passen in der Zukunft. Ich würde so verhindern, dass Beyoncé mit Jay-Z zusammenkommt. Das ist aber stylisch. Ja. Aber ich würde es richtig verhindern, so. Würdest du, bevor Chris Brown Rihanna geschlagen hat, würdest du sagen, ey, steig nicht ins Auto, der schlägt dich gleich? Nein, ich würde dafür sorgen, dass das noch eher passiert. Nein, das nicht. Chris Brown, Rihanna. Du hättest ja auch John F. Kennedy retten können. Nee, aber ich will den nicht retten. Martin Luther King. Nee, auch nicht. Junge, was willst du denn ändern? Du willst nur die Musik ändern und Filme. Ja, genau. So unwichtig gesagt. Kaputter Mensch. Nein, du kannst ja nicht, weil du weißt ja nicht, wie sich das alles entwickelt hätte. Ja. So, weil du kannst ja, guck mal, man sagt ja in der Science-Fiction-Szene, sagt man darf ja eigentlich die Vergangenheit gar nicht ändern, weil das löst so eine Kettenreaktion aus. Du weißt ja nicht, was passiert. Wie zurück in die Zukunft. Genau, weil vielleicht änderst du so eine Kleinigkeit und dadurch lernen sich deine Eltern nie kennen. Stimmt. Irgendwas passiert. Zum Beispiel, du reist in die Vergangenheit, du tötest Hitler, um 6 Millionen Juden zu retten, aber vielleicht durch diese Situation lernen deine Eltern sich niemals kennen, dann existierst du einfach nicht in der Zukunft. Weil dadurch, dass das nicht... Das weiß man nicht vorher. Ja, genau. Aber guck mal, normal... Egal wie absurd das ist, es kann passieren, diese Kettenreaktion. Aber bei Hitler ist es sogar einfach zu erklären. Stell dir vor, es gab Hitler nie. Vielleicht wäre der Zweite Weltkrieg nicht entstanden. Dann wäre Deutschland nie so am Arsch gewesen. Dann hätte man keine Gastarbeiter eingeladen. Dann wäre dein Vater nie nach Europa gekommen. Ja. Hätte deine Mutter nicht kennengelernt. Du würdest einfach nicht existieren. Ich würde existieren, weil ich bin ja ein Deutscher. Das klingt sehr logisch. Ja, ich würde noch existieren. So, aber das Gute allerdings... Wenn es keine Gastarbeiter geben würde, es gäbe auch kein Deutschrap, so wie der jetzt ist. Dann hätte man der Nation auf jeden Fall einen Gefallen getan. Also das ist dein Platz 1. Das wäre mein Platz 1. Ja. Platz 2 wäre... Ja, warte, jetzt bin ich dran. Dann lass mich doch erstmal alles runter. Nein, das ist zu viel, Bruder. Immer so abwechselnd. Ja, okay, Chef. So. Ja. Ich wäre dafür verantwortlich, dass ich jemanden ohne anzufassen,
kastrieren kann. Was ist das denn für eine Superkraft? Die habe ich noch nie. Ist geil. Also ich kann einfach sagen, du bist jetzt kastriert, du hast keine Lust mehr. Keine Lust oder er ist kastriert? Ja, ist doch beides Gleiche. Nein. Nicht, warum? Kann ja sein, dass du noch was hast und Lust empfindest. Nein, Lustempfindung würde ich abknallen, so abschneiden. Die Lustempfindung, also nur so ein Gefühl. Ja, dass du Lust bekommst. Dass du, der hat nie wieder Lust. Ja. Selbst wenn er... Genau. Was soll das sein? Weil danach, ich würde die Welt damit retten. Ja, ne? Weil manche Leute dürfen sich nicht fortpflanzen. Das auch. Ja, aber es würde keine Vergewaltigung mehr geben. Keine Kinderschänderei. Ja. Es würde keine Prostitution geben. Kein Menschenhandel. Keine Zuhälterei. Kein Puff. Ja, aber mit wem würdest du das machen? Wie entscheidest du, wem du das wegnimmst? So nach Lust und Laune. Ja, aber dann kannst du das doch nicht verhindern. Warum? Das muss ja gezielt sein, wenn du was verhindern willst. Okay, gezielt. Wenn ich sehe, ein Typ ist zu oft am Kindergarten irgendwo, so bam. Ja, wirklich. Was, wenn er am Kindergarten vorbeiläuft, weil er da die Straße macht? Weil er sein Kind zum Kindergarten bringt. Chef, und der Arbeit einfach, kann keine Kinder mehr zeugen, dass er das kaputt gemacht. Ja, aber ich glaube, so könnte man die Welt retten. Denkst du? Ich denke aber nur, wenn man weiß, wem man das wegnehmen sollte. Wenn du nur diese Fähigkeit hast, ohne das Hintergrundwissen, glaube ich, kannst du damit sehr viel Schaden anrichten. Ja? Ja. Was mit Straftätern? Direkt. Ja, das ist geil. Sexualstraftäter. Ja. Ja. Alle außer R. Kelly, weil ich brauche noch ein paar gute Alben. Die, denkst du, der nimmt die auf, so mit so einem Aufnahmegerät in der Zelle? Ja, talentiert genug ist der. Stell dir mal vor, die Zelle ist so, ich weiß, die Zelle ist in Amerika anders, aber ich kenne das so mit den Gittern. Stell dir vor, die bauen dem so ein Studio ein. Und er singt einfach. Ja, er sagt so, ey, ich habe nur einen Wunsch. Ich gebe auch alles zu. Da geht so ein Deal ein mit dem Staat. Okay, ich gebe alles zu. Ja. Baut mir nur ein Studio im Knast. Und damit er einfach immer so weiter Alben rausbringen kann. Damit er bei Spotify, den R&B-Charts so Platz hat. Wie dreht er Musikvideos? Ohne Musikvideos. Das ist ja heute eh nicht mehr so relevant. Ja? Bei der Streaming-Zeit, ja. Okay, was ist dein Platz 2? Platz 2 ist unsichtbar werden. Weil dann kann ich sehr, sehr ekelhafte Sachen machen, ohne dass mich einer sieht oder erwischt. Ja. Ja, aber jetzt nicht so, wie du denkst, ne? Das habe ich nie gedacht. Ja, so anders. Ich denke so Brieftasche, Kölner Hauptbahnhof. Ja, das nicht so, aber so. Das machst du ja auch so, ohne zu sagen. So, ich würde einfach so ekelhafte Sachen machen. Zum Beispiel ein Pärchen ist nebeneinander, der Mann dreht sich um und ich gebe ihm einfach so eine Backpfeife. Und dann denkt das seine Frau. Und dann haben die so Stress. Und dann lachst du. Ja, so selbst. Ich glaube, Platz 3, 4 wird schlimmer. Nee, unsichtbar werden hat viele Vorteile. Du kannst rumlaufen, du wirst nicht erkannt. Du kannst chillen. Kannst spazieren gehen, keiner nervt dich. Kannst andere Leute ihr Essen essen. Ja, kannst geile Sachen machen. Ich würde so zum Beispiel Auto fahren, unsichtbar. Und dann alle kriegen so Panik, boah, guck mal, das ist ein Geist. Ich würde Leuten so Streiche spielen, so ein Geist. So ins Zimmer gehen und sagen so, ich bin deine verstorbene Oma. Und dann so sehen, wie die ausrasten, das ist so krass. Das ist krank, und dann ne? Bewegt, dann so, dass da Dinge... Seht ihr, wie er lacht? Das ist richtig geil. Das ist aber krank. Das ist nicht krank, das ist stylisch. Das ist nicht stylisch, das ist krank. Doch, das ist echt geil. Und dann so, boah, da kann man so geile Sachen. Boah, ich hab voll die netten Sachen. Ja. Ja, genau. Ich möchte Leute kastrieren, ohne sie etwas. Ja, aber weißt du, was mein Platz 2 ist? Ja. Ich würde so verstorbene Leute wieder so lebendig machen. Ja. Erstmal die Familie natürlich. Ja. Freunde, Familie. Was mit Leuten, die an Altersschwäche sterben? Ja. Die auch? Du kannst ja nicht jeden retten. Aber ich würde so die größten. Michael, Prince. Ja, genau, nochmal zurück. James Brown. Ja. Stell dir mal vor, James Brown wäre jetzt auf dem Splash. Das wäre stylisch, Bruder. Ja, das ist eine gute Fähigkeit. Aber damit kann man auch viel Schaden anrichten. Weil manche Leute... Aber egal, achso, er will unsicher, will so Leute Angst machen. Das ist so kranke Sachen, aber meine richten Schaden. Ich will nur Menschen helfen. Du bist doch durch. Komm, warte, weißt du, was mein... Sag du dein drittes, ich lass mir jetzt was spontan, was ganz Ekelhaftes jetzt. Okay. Mal gucken, was du sagst. Meine dritte Fähigkeit wäre, ich würde mich in jede... Ich würde gerne so ein Gestaltenwandler sein, der sich so in jede andere Person verwandeln kann. Oder in jedes andere Tier. Ey, das ist doch langweilig. Wieso langweilig? Ich kann mich einfach... Das ist langweilig. Ey, das ist übertrieben. Ich kann mich so in Osama Bin Laden verwandeln und so moonwalken. Und dann sagen die Leute, ey, Osama Bin Laden kann moonwalken. Das ist doch behindert. Nein, ich will, stell dir vor, du gehst zu einem Freestyle-Battle als Saddam Hussein. Du bist so Saddam Hussein. Ich würde richtig krasse Sachen machen. Richtig krasse Sachen. Das ist doch nicht stylisch. Das ist super stylisch. Das ist Nein. super. Doch. Sagen wir ein anderes Beispiel. Nein. Stell dir vor, du kannst dich in so eine, du kannst dich in so eine Ameise verwandeln. Läufst überall rum. Kannst dich in so einen Adler verwandeln. Fliegst. Kannst dich, guck mal. Aber denkst du dann so, wie du bist immer? Ja, du bist der du bist. Ja, okay. Dann kannst du dich auch zum Beispiel, guck mal.
Du kannst dich als einer von den Backstreet Boys verwandeln, haust den anderen K.O. und nimmst deinen Platz ein und gehst mit denen auf Tour. Ja. Geil, ne? Aber denkst du, es wird nicht immer langweilig? Nein. Du, irgendwann warst du ja jeder. Ich kann mich als Jean-Claude Van Damme Frau verwandeln und dann bin ich mit dem zusammen. Ich hoffe, jemand wandelt sich zum Michael Wendler um. Ja, das der sagt so, wow, falscher Körper, direkt wieder raus. Oder der bleibt wegen Laura. Oder der bleibt. Ich liebe dich. Piep, piep. Viele Grüße an Fleck übrigens, Start Over, ja, der mit dem Remix wieder alles zerstört hat. Krass, endlich mal wieder ein Erfolg nach 5 Jahren. Spaß. Fleck, wir lieben dich, Start Over. Krasser Remix ging wieder durch die Decke, ne? Ja, Start Over ist einfach, die Leute wissen das ja nicht, dass ich und Start Over uns seit 20 Jahren kennen. Ja, weil die Leute nicht wissen, wie alt ihr wirklich seid. Ja, ja, und wie erfolglos wir damals waren. Ist Fleck jünger als du? Fleck ist, glaube ich, genauso. Ich glaube, der ist ein Jahr jünger. Der ist 49? Ja. 49 und beide keinen Erfolg gehabt und jetzt er hat mehrere Platin- und Gold-Songs. Diamant sogar. Ja, Diamant. Mit Senorita. So, ich bin ein semi-erfolgreicher Stand-Up-Comedian und ein... Ja, du bist schon ein Profi, Bruder. Guck mal, wichtiger für mich als der Erfolgreichste zu sein, ist der Beste zu sein. Nicht, weil ich den anderen was wegnehmen will, so für mich. So eigen. So für mich, sich selber was beweisen. Wenn man schon sein ganzes Leben verkackt hat und in vielen Sachen versagt hat, dann wenigstens eine Sache, wo du der Beste bist. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich arbeite darauf hin. Ja, schauen wir mal. Was habe ich gesagt? Dritte Fähigkeit, so in andere Sachen verwandeln. Aber guck mal, stell dir vor, du kannst dich in ein... Also ich versuche dir jetzt wirklich die Möglichkeiten... Guck mal, ist das nicht geil? Stell dir vor, du kannst dich in einen Affen verwandeln. Jetzt ernsthaft, ich rede jetzt ernst. Und dann bist du im Dschungel, du schwingst. So, du siehst diese Landschaft, du bist ein Tiger, rennst durch die Prärie. So, du siehst ja was, du erlebst andere Sachen. Du kannst mir nicht sagen, dass es nicht stylisch ist. Du kannst jede Persönlichkeit werden und dann einen Tag so das Leben ein. Du kannst. Aber das wäre irgendwann langweilig. Nein, weil deine Möglichkeiten unbegrenzt sind. Nein, irgendwann warst du jeder mal. Ja, aber wie lange dauert das? 800 Jahre? Jeder mal. Guck mal, du kannst jeder sein. Du kannst einfach, weil niemand das weiß, dich in Busta Rhymes verwandeln und dann läufst du so durch Paris. Nicht... Und guckst, wie die Leute so bei dir schleimen. Du kommst in die besten Restaurants, du bekommst die besten Autos, du bekommst einfach so dein Leben genießen. Du kannst dich in einen Staatsoberhaupt verwandeln. Du bist einfach Donald Trump, läufst durch die Welt. Bin ich schon. Ja, du bist der Senator von Georgia, Wisconsin. Das ist meine Drei. Drei. Ja, was ist deine Drei? Also, ich würde gerne... Ich wollte jetzt was Krankes sagen. Ich glaube, so viel ist auch gar nicht mehr übrig. Dass du was kann man denn? Geile Superkraft. Ich würde gerne fliegen. Oder so beamen. Ja, fliegen oder beamen? Kannst du mal eine Sache nehmen. Fliegen dauert, ne? Ja, beamen lieber. Dann so, nein, fliegen. Ja, teleportieren. Nein, weißt du warum? Ja. Weil teleportieren, dann siehst du nichts mehr. Ja, nee, aber beim Fliegen kannst du die Landschaft sehen. Ja, genau. Du kannst dich so teleportieren wie bei Jumper. So zack, du bist in jedem... Ja, aber was war das Ende vom Lied bei Jumper? Ja. Du, ja, das heißt ja nicht, dass du der bist, dass du auch diese Gegner hast. Erzähl doch. Aber Samuel Jackson war stylisch da. Ja, aber der ist hässlich. Generell oder in dem Film mit seinen silbernen Haaren? Der ist auch bei Kingsman. Voll der Idiot. Ja, da ja. Aber das ist ein, ich finde Samuel... Warum lispelt der da? Das ist einfach welcher Regisseur? Kingsman war ein super Film. Kranker Film. Hast du Teil 2 gesehen? Ja, klar. Ich noch nicht. Kranker. Ohne zu spoilern. Ist 2 gut? Sehr gut. Aber nicht mehr so gut wie 1, ne? Du weißt, erste Teile sind immer besser. Bei 2 ist aber nochmal Channing Tatum und Halle Berry, ne? Ja, Channing Manning, ja, und Halle Berry oder so. Ja, die sind dabei, oder irre ich mich? Doch. Ja. Der zweite Teil war nicht so gut wie der erste. Ja, das ist klar. Der erste ist genial. So. Stylisch wieder abschließt. Klar. Ja, klar, klar. Und wo der sagt, Manieren machen den Mann, was sagt er? Manieren machen, diese bestimmte, Manieren machen uns aus, Manieren machen, ja. Sehr, sehr stylisch. Einziger Film von Samuel Jackson, Chef. Den du geil findest? Ja. Ich finde Samuel Jackson hat 1000. Ich persönlich, wie für dich Denzel, ist Samuel Jackson für mich der Inbegriff von Coolness. Der ist einfach ein cooler Typ. Boah, Bruder. Ja. Was? Jetzt schleimst du, der hört es doch nicht. Der hört das. Ich will doch auch, dass der kommt. Der kommt nicht. Warum willst du das wissen? Weil er. Sag mal 5 geile Filme. Von Samuel Jackson? Ja. Ich sag dir 10. Ja, was sag mal? Pulp Fiction. Ja, okay.
Das zähle ich. Ja, klar zählt man. Ja, übertreibt man nicht. Ja, so, klar. Ja. Okay, und dann? Verhandlungssache mit Kevin Spacey. Ja, okay, das ist sehr gut. Jetzt hast du aber eine frickige Lafe. Da habe ich alles zugemacht, ne? Mic Drop. Das ist Mic Drop, der Film. Ja, okay, Verhandlungssache, okay. Der Film, ich werde nochmal gucken. Okay, warte mal, ich mach's dir einfacher. Sag mal, einen Film nach 2005 von Samuel Jackson. Nach 2005? Mhm. Jetzt wird's schwieriger, mein Freund. Django Unchained? Ja, das war nicht gut. Der hat nur abgefuckt. Ja, aber der Film ist doch super. Ja, aber der hat da abgefuckt. Ist doch egal, du sagst einen Film mit ihm, wo der geil ist. Nein, ich habe gesagt, wo er, du hast gesagt, im Begriff von Coolness. Ja, okay. Guck mal, dort, Denzel Washington, er war der Film. Ja, okay, Hateful Eight. Hast du den geguckt, den Western von Quentin Tarantino? Da ist Samuel Jackson der King. Nein, kenne ich nicht. Boah, ey, der ist so stylisch. Dann, der Film ist sehr, sehr trashig, ne? Sehr trashig und sehr schlecht. Aber der hat halt so geilen Unterhaltungswert, ist Snakes on a Plane. Oh mein Gott, das ist der schlechteste Film. Ja, aber der Unterhaltungswert. Oder mit diesen Haien. Deep Blue Sea, ich liebe den Film. Der ist so geil. Wo diese Haie fliegen. Nein, die fliegen nicht, wie du direkt übertreibst. Die sind einfach nur intelligenter. Da kommt ein Flugzeug, der beißt im Flugzeug rein. Wie du übertreibst, nein. Doch, das ist so ein billiger Film. Nein, da ist einfach ein Hubschrauber, der transportiert so ein... Ja. Genau. Da kommt so ein Hai, ja, springt hoch und beißt und das Flugzeug ist weg. Nein, der beißt nur den Patienten. Was ein billiger Film. Oder das mit diesen ganzen Spinnen. Welcher war das denn? Wo so 1000 in ein Lager, in so ein Einkaufszentrum kommen und so überfallen und dann machen die Türen zu. Samuel Jackson? Nein, nicht mit Samuel Jackson, anderer. Ja, nee. Aber wir reden Snakes on a Plane, Samuel Jackson. Oder Snakes on a Plane. Und ich muss sagen, der exklusiv Netflix-Film, die Chef-Fortsetzung, ist da drauf. Der war geil. Der war okay. Und der ist neu. Mit seinem Sohn, ne? Ja, der ist von letztes Jahr. Und den wollte ich eigentlich nicht gucken, weil ich dachte, boah, ganz billig, der Sohn. Und dann Samuel Jackson nur so Nebenrolle. Aber ich habe mich kaputt gelacht, weil Samuel Jackson war der King da drin. Der ist einfach ein cooler Typ. Nein. Doch, aber außerdem, der Film mit Ryan Reynolds, hast du den geguckt? Der Deadpool spielt. Yeah. Bodyguards Killer oder wie der heißt? Nein. Der war auch cool. Der hat auch eine Zahnlücke, ne? Samuel Jackson, nein. Doch, der hat eine Zahnlücke, glaube ich. Also ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich mag Samuel Jackson. Aber nicht mehr als Denzel. Weil Denzel ist ein richtiger Motherfucker. Ja, Denzel hat natürlich das Problem bei... nicht das Problem. Das Denzel ist halt, wo du ihm eventuell ein bisschen mehr geben kannst, ist, dass er halt in 99% der Filme auch die Hauptrolle ist. Samuel Jackson ist sehr oft der Nebendarsteller. Sehr oft. Und Denzel Washington ist immer die Hauptrolle. Deswegen kann man sagen, okay. Und Denzel Washington ist halt wie DiCaprio. Die haben halt so 68 geile Filme. Mhm. Mit welchem Schauspieler würdest du... Ja, okay, das ist eine dumme Frage. Ja. Jean-Claude Van Damme. Ja. Außer Jean-Claude. Ja. Mit wem würdest du einen Film spielen? Als Hauptrolle ihr beide. Arnold Schwarzenegger. Guck mal, statt dass er meinen Namen sagt. Ja, du bist doch kein Schauspieler. Ja, wer sagt das? Du hast mich noch nie in Action gesehen. Ja, aber wenn du Schauspieler wirst, dann natürlich mit dir. Guck mal, nee, jetzt hast du verraten. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Verletzt mich. Ich stell dir vor, jetzt ist der von Hollywood, wollte er so fast down, dann hilft er mir einfach nicht mehr. Und er sagt, nö, weißt du, am Podcast damals hast du gesagt... Gib Leuten Macht, dann siehst du. Hast du eigentlich, ich finde ja seine Filme schlecht. Ich will nur so fragen, vielleicht hat er den Unterhaltungswert. Hast du den Kevin Hart Film gesehen, wo er in der Schule wieder ist? Ja, Highschool. Wie ist der? Da ist eine Szene witzig. Ja. Kevin Hart macht echt nur schlechte Filme. Aber... Ich habe nach 3 oder so aufgegeben. Aber die sind erfolgreich, ne? Ja, die sind nicht... Obwohl, nee, ich muss mich korrigieren. Ich fand die Jumanji-Filme unterhalten. Habe ich nicht gesehen. Unterhaltsam, doch. Die sind okay, aber es ist auch jetzt nicht so, dass du sagst, boah... Ich bin noch eine treue Seele. Ich feiere Jumanji Original. Ja, natürlich mit Robin Williams. Ja, der King der Kings, Robin Williams. Wer war Peter Pan, ich habe diesen Film geliebt. Ja. Hook. Ja, Rufio, wollte ich sagen. Ja. Rufio und dann mit dem Essen. Und auf einmal wird das echt. Ja. Da war ein geiles Szenen. Und dann, wie ist dieser kleine schwarze Junge, der Dicke? Der Dicke, der immer diese Rolle gemacht wie hat, diese Kugel. Ah! Bang Ring! Und dann so zack. Ja. So, der Film war Hammer. Und war ja Julia Roberts, war ja die Fee, ne? Ja, genau. Richtig, richtig geil. Das war ein geiler Film. Robin Williams war echt ein geiler Schauspieler. Auch hat sich das Leben genommen. Depression. Und guck mal, der ist ja auch ein Stand-Up-Comedian, weißt du ja, ne? War? Ja, hat viele Specials. Hat mit Stand-Up-Comedy angefangen und dann Schauspieler geworden. Und der hat ja auch einen Oscar gewonnen. Der hat ja auch ernste Rollen. Der hat richtig geile Filme. Guten Morgen, Vietnam. Ja, hast du Insomnia geguckt von ihm? Schlaflos mit Al Pacino? Nein. Super Film. Hast du One-Hour-Foto gesehen, wo er dieser Psychopath ist, der die Familien fotografiert? Nein. So richtiger Freak. Echt? Ja, Mann, der hat auch so geile... Der hat so verstörte Charaktere immer gespielt. Du guckst gerne so gestörte Sachen, ne? Ja, Mann. Ich bin richtiger Fan von, von gestörten Sachen. American Psycho? American Psycho mit Christian Bale? Yeah. Ja, das war mein Typ. Der hat nur 80er-Jahre-Popmusik gehört, hat das immer so zitiert, während er Leute abgeschlachtet hat.
Das war genau mein Film. Und dann immer, wenn er so mit den Leuten geredet hat und die haben den dann so genervt, dann immer mit seinem Kopf, ich werde dich abschlachten und dein Blut trinken. Das waren immer genau meine Gedanken. Am Ende des Films ist ja offen, ob er das wirklich diese Sachen gemacht hat oder sich immer vorgestellt hat. Das soll ja der Zuschauer selber entscheiden, was ich dann immer so hasse. Zeig doch, ob es gemacht hat. Ja, ja, genau. Macht wie bei Inception, dieses Ende. Ja. Und du sagst, ah, und will ich wissen, was geht ab? Und dann sagt Christopher Nolan, ja, das ist in der Imagination of the Zuschauer. So, der soll. Emination of was? Emination. Von der Zuschauer. Ja, von der Zuschauer. Ey, weißt du, was das richtig krasse Ende ist? Ja. Von Shutter Island, ne? Ja, das Ende hat mich auch hoch. Guck mal, ich sage dir. Aber wir dürfen das spoilern? Nein. Aber ja. Mit Ansage. Ja. Ich sage dir, 98% haben den Film nicht verstanden. Nein, das ist doch. Nein. Weil das Ende ist klar. Ja. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende ist nur ein Satz im Film, ja. Der alles ändert. Boah, das, was du davor siehst. Davor, 5 Minuten, ja, bevor, ja, der Film endet. Ich habe den Film erst zweimal gesehen. Dann sagst du, boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich muss den nochmal gucken. Oder guck den und du wirst sehen. Jeder, der den gesehen hat, der wird das nachvollziehen können. 5 Minuten, bevor der Film endet, klärt sich alles auf. Ja. Alles. Dann sagst du, ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Aber das ist nur eine Verarschung. Der letzte Satz, boah, ändert auch die 5 Minuten und den ganzen Film. Ah, muss ich nochmal gucken. Und das ist so ein krasser Satz. Ja, muss ich nochmal gucken. Oder sag's mir gleich. Ich kann ihn dir gleich sagen. Ja. Weil das ändert alles. Hast du alle Leo-Filme geguckt? Fast alle. Was ist der beste Leonardo DiCaprio-Film? Ich weiß, dass wir eine unterschiedliche Meinung haben. Der beste? Ja. Von der schauspielerischen Leistung oder von der Unterhaltungswert? Ich gehe immer nach Unterhaltungswert. Also schauspielerische Leistung, ich mach's mal 2 Kategorien, ist da, wo er den Drogensüchtigen spielt. Ja, Jim Carrey. Als 17-jähriger Junge. Jim Carrey in Straßen von New York, kennen nicht so viele, super. Das war ganz krasser Film. Ja. Ganz krasser Film. Und Ja, da bin ich mit dir. Ja? Ja, ja. Unterhaltungswert, Shutter Island. Ja? Ja. Ich sage Departed. Departed war auch krass. Das ist mein Film. Aber weißt du, wer der... Guck mal, er ist natürlich die Hauptrolle, aber weißt du, wer der King in dem Film ist? Ah. Jack Nicholson. Aber ich habe den nie gemocht. Ja, der macht der auch erst recht nicht, aber der war einfach der Motherfucking. Departed ist für mich der beste Leonardo DiCaprio. Weißt du, mit wem ich nie warm werde? Mit Matt Damon. Volker hasst den auch. Volker, wir verstehen uns. Der hasst den. Mein Pyjamistenbruder. Pyjamisten. Warum nicht? Volker hasst den auch. Ich komme nicht. Volker hasst Matt Damon und Ben Affleck. Der sagt immer, Ben Affleck, Bruder. Geh mal wieder von deinem Jenny from the Block auf dem Boot und klatsch auf Ärsche. Boah, stimmt, der war da mit dir verheiratet, ist in dem Video drin. Ey, Jennifer Lopez hat mehr Ehemänner gehabt, als ich Brusthaare. Deswegen finde ich immer so geil, wenn Leute sagen, ja, boah, er hat's geschafft, der hatte J-Lo, das ist doch gar keine Leistung mehr, Bruder. Ja, die hatte 500 Ehemänner, deswegen, wie viele Männer hat sie außerhalb der Ehemänner noch gehabt? Das ist gar keine Leistung. Puff Daddy? Ben Affleck, Mark Anthony. Also ich dachte, Mark Terenzi. Mark Terenzi wahrscheinlich der auch. Arme Lappen. Dann dieser Tänzer mit Glatze. Ja. Von ihr. Von ihr. Dann, die hat jeder. Dann hat die was mit Drake gehabt. Bruder, es ist nicht schwer zu sagen, wer hatte was mit J-Lo, sondern wer hatte nichts mit J-Lo. Damit war mit 10 J-Lo hat viele Männer gehabt, ne? Ja, sehen wir diese Liste da, auch. Diddy war auch zweimal mit Cassie zusammen, ne? Einmal früher und dann. Stimmt, der war mit dir zusammen. Zweimal. Er ist jetzt immer noch mit der zusammen. Echt? Ja, ja. Boah, ich hab diesen Cassie-Hit gehasst. Me in you. Da, 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 da. Guck mal, dann dieser schiefe Ton irgendwie. Da, 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 answer your phone. Da, 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 da. Und dann dieser ekelhafte Glockenbeat. Ding, dong, dong, ding, ding, ding. Boah, ich hab das Lied gehasst. Ja, aber wer hatte noch viele Ehemänner? Also J-Lo ist schon. Hatte viel. Ah, Madonna. Ja, Madonna auch. Kleine Basaui. Ey, die Basaui, aber... Ey, Madonna hat auch viel. Ja. Und guck mal, Madonna ist 110 Jahre alt. Guck mal, auch mit Rappern. Big Daddy Kane, Vanilla Ice, gab's mit, die haben auch Madonna gedatet. Prince hat Madonna gedatet, die ist mit Michael Jackson ausgegangen. Prince ist schwul. Nein, was für schwul? Der hat sich geschminkt. Ja, na und? Viele Männer... Einige Männer schminken sich. Ja? Ja. Man könnte ja auch... sagen, dass Männer, die sich die Augenbrauen zupfen, schwul sind. Oder nicht? Nein. Okay. Ich will es nur so mal im Raum stehen lassen. Und, nein, Prince hatte die schönsten Frauen. Der war ja dafür bekannt. Deswegen aber Michael war nicht mit Madonna. Die ist mal mit ihm ausgegangen, hat sie gesagt, aber die meinte dann, der hatte kein Sex. Michael war ja eh asexuell, 100%. Yeah. Für die Leute, die fragen, was asexuell ist, ist, wenn du kein Interesse an einer sexuellen Bindung hast. No, Chris. Yeah, no, I Chris. Love you, Chris. Der Chris. Was soll ich sagen? Warte, wie gab's noch? Guck mal, Prince, bei dem war ja immer so unklar, weil er sehr androgyn ist. Ja. Aber er hatte die hübschesten Frauen. Ja? Wirklich.
Was war mit George Michael? George Michael war hetero und ist irgendwann homosexuell geworden. Weil er zu viel. Mir fällt keine krassere an J-Lo. Doch, Kim Kardashian. Die war ja wirklich mit jedem Afrikaner zusammen. Ja, doch nicht die, die man nur kennt. Die war mit jedem. Kim Kardashian war mit der ganzen NBA zusammen. Wirklich? Ja, Mann. Kennst du den von Michael Blackson? Diesen Sie haben mehr Spiele als Einwohner in Armenien. Ja, ja. Die hat mehr drei als den Korb in der NBA kassiert. Guck mal, kennst du? Michael Blackson ist ein amerikanischer Stand-Up-Comedian. Und er hat einen Kim Kardashian-Joke, einen sehr, sehr starken, wo er sagt, wenn man ein Video macht mit allen Männern, die mit Kim Kardashian zusammen waren, dann sieht das aus wie das We Are The World-Video. Michael Jackson. Ah, krass. Nein, Kim war doch mit jedem zusammen. Wahrscheinlich auch mein Opa mit Kim auch zusammen. Ja, also jeder, The Game, alle. Der hat ja auch mal so ein Video gehabt, ne? Mit Ray J. Ey, kann sein. Kann sein. Wenn du das so sagst. Wenn du das so sagst, wird das so sein. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Ja. Video-Links in der Beschreibung. Boah, stell dir vor, Alter. Damit ist sie doch berühmt geworden. Voll krass, voll das Talent. Krass, da aber ist ihre Karriere durchgegangen. Und dann, wie sie dann heult bei der Ellen-Show. Ich bereue das. Kanye West dann, ne? Ey, weißt du, wer auch einen geilen Kardashian-Joke hat? Ja. Jim Gaffigan. Ich will den nur zitieren. Wie heißt der? Jim Gaffigan, ein sehr, sehr guter Stand-Up-Comedian. Gafft der immer? Nein, guck mal, sagt er. Er hat so ein Bit, wo er darüber redet, dass ihm der Blinddarm entfernt wurde. Ne? Ja. Und dann sagt er, weil er Schmerzen hatte, und dann sagt er, der Blinddarm ist schon was Faszinierendes. Ja? Niemand weiß, wofür der Blinddarm da ist, weiß man ja echt nicht, ne? Was seine Aufgabe ist, was er tut. Und dann meinte ich zum Arzt, weil ich keine OPs mag, ey, bitte entfernen Sie mir nicht den Blinddarm, vielleicht brauche ich den. Und dann sagt der Arzt, nein. Und dann sagt Jim Gaffigan zum Arzt, ey, ist das wirklich so? Weiß man nicht. Und dann der Arzt, hören Sie mal, Herr Gaffigan, niemand weiß, was der Blinddarm macht, was seine Funktion ist, wofür er da ist. Er ist einfach da. Und dann Jim Gaffigan sagt, und ich denke mir, holy shit, der Blinddarm ist ein Kardashian. Das ist auch geil. Ja, so ungefähr. Die ganze Familie ist ja durch. Die ganze Familie ist Mutter, der arme Vater ist ja gestorben. Nee, der Vater ist doch. Ah ja, genau, der erste. Der echte Vater ist gestorben. Ja, und dann der zweite ist eine Frau geworden. Der beste Freund und Anwalt von O.J. Simpson. Ja, genau, und dann ist der zweite ist eine Frau geworden und alle sollen applaudieren. So. Der wird mit 80 einfach eine Frau. Er ist ein Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner. Junge, was ist los mit dir? Ich habe die Folge gesehen, wo Kanye West zum ersten Mal als Frau gesehen hat. Ja, der war so voll perplex. Mit seinem Gesicht, Bruder. Das war so lustig. Ja, die Szene. Wie der guckt so. Und dann versucht er so zu lachen. Die so, hey, Mom. Die sagen ja Mom zu ihr. Ja, ey, das ist... Two Moms. Was hältst du davon? Man sagt ja, jeder soll sich selbst verwirklichen. Der war mal Olympiasieger, ne? Ja, das ist ein Held. Dann wird einfach... Das hat voll viel kaputt gemacht. Stell dir vor, Arnold Schwarzenegger, der Terminator, sagt irgendwann, ey, ich bin eigentlich eine Frau. Was hältst du davon? Ja, das ist wie, guck mal, jeder soll ja tun und lassen, was er will. Genau, das muss man immer am Anfang sagen. Was aber abgeschafft werden soll, ist Deadlift die Soße. Das ist wirklich krank. Aber der hat krass abgenommen. Genau, und der sieht aus wie eine Pinnwand. So eine beige. Ja. Der ist auch beige. Ja, und dann diese Punkte überall. Ja, der hat Sommersprossen. Ja. Weißt du, wie der aussieht? Ja. Wie so ein Bienenstock. Ich weiß ja. Kennst du den Unterschied zwischen Bienen und Wespe? Ja. Ey, was ist los in dieser Gesellschaft? Biene, Wespe, Cola, Pepsi, Krokodil, Alligator. Alles so, wie soll alles man... Alles so komisch, ne? Kennst du den Unterschied zwischen Alligator und Krokodil? Jetzt nicht genau. Biene, Wespe. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet, oder ja, nicht? Ja, ne? Rabe, Krähe. Rabe, Krähe, bitte, Alter. Kennst du diese Leute, wenn du sagst, ey, guck mal, das ist ein Rabe. Das ist eine Krähe. Hör mal zu. An diese kleine Elfjährige. Welche? Ich habe damals, ich musste ein Praktikum das machen. Das kann man auch falsch auffassen hier, ne? An diese kleine Elfjährige. An die kleine Elfjährige, du kleine Zicke. Ja. Ich habe ein Praktikum gemacht. Ich wollte eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel machen und ich war im Möbelhaus. Ja. Kennst du diese Kinderspielland, wo man die Kinder einfach abgibt? Ja. Und ich musste einspringen. Ja. Boah. Und dann war... Erstens die kleinen asozialen Ausländerkinder. Die jetzt direkt ins. Mit Bälle rumgeschmissen, direkt die Leute umgedreht. Ey, was ist da los, Alter? Ja. Komm doch her. Mit 10. So, okay. Und dann,
Das war nicht so schlimm wie diese kleine Elfjährige. Boah, Bruder. Die ist jetzt bestimmt so 25. Hoffentlich, du siehst das. Da kommt ein kleines Mädchen zu mir und sagt, hallo, können Sie mir mal sagen, was für einen Stift ich für die Elefanten nehmen muss? Ja. Habe ich gesagt, nimm so einen Bleistift. Sagt diese Elfjährige. Ein Elefant ist leicht grau. Da passt kein Bleistift. Direkt so. Bruder, was ist das? Was willst du? Was willst du? Ja, vielleicht möchte sie dafür sorgen, dass die andere junge Dame ein akkurates Porträt eines Elefanten zeichnet. Ja, aber was ist das? Die ist 11, die soll Nutella im Gesicht haben, soll spielen. Ja, aber ist doch schön, dass sie weiß, welche Farbe ein Elefant Nein. hat. Du denkst wahrscheinlich immer noch, ein Elefant ist pink. Nein. Und dann hat mich noch mehr aufgeregt. Weil dann kam die, wurde richtig klugscheißhaft. Und hat gesagt, ey, Biggie ist ein geiler Rapper. Nein, weil dann kam die und hat dann gesagt, kannst du uns was vorlesen? Und habe ich gesagt, kann ich nicht. Warum? Weil ich muss auf 17 Kinder aufpassen. Genau. Und ich war 16. Ja, lest doch was vor, sei doch korrekt. So, nein, dann sagt die zu mir, da sind aber Bücher, du musst vorlesen. Das ist geil, Alter. Ja, geil, ne? Aber ich würde andere Sachen machen, ich kenne mich aber. So. Ich würde mich dann so nach vorne bringen, ich kann dich auch aufschlitzen. So, das ist und dann kam die Mutter, war alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Sagt die so, nee, der hat uns nichts vorgelesen. Du kleine Zicke, du kleiner Verräter, Alter. 31er. Geh direkt Mutter petzen. Ja, die ist 11. Ja, aber man muss sich wie 11 benehmen. Ich komme mit 16 nicht mal laufen, Bruder. Du kannst jetzt noch nicht mal laufen. Ich habe gesabbert. Deswegen, das war eine schlimme Zeit. Hast du mal Zigarren geraucht? Nein, ich habe noch nie geraucht. Noch nie? Noch nie Zigaretten. Wieso rauchst du so viel Shisha dann? Bruder, was soll ich sagen? Denkst du, du kannst jemals aufhören, Shisha zu rauchen? Ja. Das ist nicht... Lass es einfach sein. Ich weiß nicht. Außer wenn ich dir so Cracksteine auf die Shisha mache. Kannst du aufhören, deine Haare wachsen zu lassen? Nein. Geht auch nicht, ne? Ich lasse meine Haare jetzt richtig wachsen. Richtig? Ja, so richtig. Ja, wie Michael Jackson bei Bad. Willst du dann so lang? Ja. Nein, Bruder, dann siehst du aus wie so ein... Dann sieht man irgendwann ein Video von Nisa über YouTube, wo so eine dicke Frau sagt. Wo so eine dicke Frau sagt, warte. Er hat gesagt, er liebt mich. Und er wollte nach Deutschland kommen und wir waren 6 Monate und jetzt ist er weg. Seid ihr in Deutschland? Ich verstehe das nicht. Die sehen nämlich genau immer so aus. Ne? Ja, die sehen auch so richtige Araber mit langen Haaren, so im Hotel, ja, ja. Animateure. Ja, ja. Und dann so, Baby, ich liebe dich. Und dann sagt die, wollen wir heute kuscheln? Der so, ich bin müde. Von was bist du müde, du Penner? Die haben auch so gar keine Ehre, ne, die Männer da. Nein. Die heiraten so einfach 60-jährige Frauen, so um rüberzukommen. Da will ich lieber schwimmen, Bruder. Ich. Auf gut Glück. Ey, auf gut Glück. Ich wollte gerade sagen, boah, Schuss, Bruder. Komm ich an, hab ich verdient. Ja. Aber das. Ey, das ist echt krass, das ist ein Film. Aber dass die Frauen das nicht checken. Aber ich glaube, die wissen es, aber denen ist egal, weil die würden, weil die kriegen einen jüngeren, dünnen, braunen, schokogebräunten Mann und dann sagen die, ja, ist egal, ob der nur wegen mir nach Deutschland will, aber ich hab den. Das ist wie so eine Trophäe. Das ist ja wie, ich nenne jetzt ein umgedrehtes Beispiel, das ist ja wie diese alten weißen Männer, die nach Thailand, Philippinen oder nach Kuba gehen und dann mit so einer heißen, ja, 20-jährigen Latine zurückkommen. Der 80-jährige Deutsche weiß auch, dass die den nicht liebt. Aber es ist ihm egal, weil der hat halt so eine geile Sau. Ich glaube, du hast schon recht im Ansatz, aber ich glaube, das ist ein Stück weit anders. Sie wissen es am Anfang, aber ich glaube, sie wollen es irgendwann nicht mehr wahrhaben. Weil irgendwann, wenn sie sich daran gewöhnen, dann denken sie, ey, guck mal, die ist jetzt wirklich mit mir, vielleicht liebt sie mich doch. Okay, denkst du bei alten Männern, europäischen Männern, ja, die sich eine rassige junge Frau holen, ja, aus dem Ausland, glauben die das auch irgendwann oder wissen die ganze Zeit, ach, die hat mich eh nur geholt? Es kommt darauf an. Also ich denke, dass es Männer gibt, die wissen das, aber ich denke auch viele blenden das aus und denken, sie leben wirklich gerade in einer Beziehung. Und nein, dann, ich glaube, einem Mann ist das egal, denke ich. Der denkt sich, ach, mir doch egal. Ja, aber trotzdem bin ich, jetzt nicht übertrieben, trotzdem bin ich 56 und habe hier eine 20-jährige Brasilianerin, der kackt dann da drauf. Ja? Denke ich. Ja, aber Bruder, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ich kann mir so, guck mal, wenn ich das sehe, man hat ja so Klischee-Denken. Ja, immer. Du siehst eine Thailänderin, ja, mit so einem alten deutschen Mann. Genau. Und sagt er, hey, krass, ja, sein Tamagotchi. Ey, bist du ein Wasserkocher? Wie so eine scheiß Teekanne. Ey, das ist so geil. Ich hab's nicht kommen sehen, ne? Nee. Ey, das ist geil. Ja, ist so. Ey, das ist echt geil. Ja, da hast du ja Klischee-Denken.
Ja. Dann denke ich mir auch, ey, guck mal, die arme Frau eigentlich. Guck mal, was ihre Lebenssituation gemacht hat, dass sie diesen dreckigen, ekelhaften nehmen muss. Nee, aber die hat ja ein besseres Leben. Aber was ist, die machen ja auch Kinder teilweise mit denen. Nicht teilweise, oft. Ja, warum? So abgesichert zu sein. Ja klar, damit er die nicht nach Hause schickt. Auf die Hühnerplantage. Was ist eine Hühnerplantage? Plantage, wo Hühner sind. Ja? Ja. Oh, krass, sehr aber, logisch. Aber krass, ne? Das ist echt, da, das ist so, wie soll ich sagen? Wenn ich das sehe immer, aber jetzt ich kann jetzt viel Falsches sagen. Aber jetzt fühlen sich ja viele Asiaten angegriffen. Wieso? Weil die sagen, ey, guck mal, ihr schert alle über einen Kamm. Tun wir nicht. Wir sagen, es gibt Menschen von euch. Ja, es gibt das. So. Es gibt auch Menschen mit einem Bein. Sollen wir sagen, die... Ja, sollen wir die ausschließen? Ja. Guck mal. Das Thema ist irgendwie... Ich kann das nicht verstehen. Was muss diese Frau durchgemacht haben, dass sie diesen ekelhaften, fetten, durchsichtigen Mann... Die will nach Europa gehen. Europa gilt so als... man hat es geschafft, wenn man... Du weißt ja nicht, wie diese Leute gelebt haben. Ja, aber war das immer nicht noch besser als sowas? Ey, manche schon sehr ekelhaft. Oder guck dir mal diese Dokus an. Ja, das da, ist... Guck mal, du musst überlegen. Die Frauen suchen sich ja keinen Multimillionär aus. Ja, das stimmt. Einfach einen normalen gemachten Mann. Nein, nicht mal. Das sind Rentner, die von ihrer Rente leben. Und diese Rente ist aber so krass für die, dass sie sagt, ey, den Mann muss ich haben. Und die gehen ja mit ihrer Rente nach Thailand oder Philippinen. Ja. Und leben da wie die Könige. Und dann holen sich so eine und die ganze Zeit so cool. Bruder. Guck mal, es gibt in Brasilien, gibt es ein Hotel. Ja. Habe ich eine Doku gesehen. Gibt es ein Hotel? Wer ist das Hotel? Ich will hin. Nein, da willst du wirklich nicht hin. Da kannst du so 5 Zimmern buchen für eine Woche all-inclusive. Ja. Nur der Unterschied zu einem anderen Hotel ist, zu dem Zimmer gehört eine Frau. Wie sieht die Frau immer aus? Das sind irgendwelche... Brasilianerin. Aber ich rede von nicht diese, was ihr im Fernsehen sieht. Ach so, diese Putzfrau-Brasilianerin. Was ist eine Putzfrau-Brasilianerin? Ich habe mit so einem fetten Muttermal zu ihr. Die haben das immer, ne? Ja, du weißt genau, was ich meine. Genau die. Mit der Schürze immer. Sind das solche Brasilianerinnen? Ja. Oder sind das wie bei den Too Fast, Too Furious-Filmen so? Ja, nee, das gibt's ja nicht. Nicht. Ja, dann. So, du weißt ja auch bei den Bollywood-Filmen, ne? Ja. Diese schönen Schauspielerinnen, sind ja keine Inder. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich weiß, dass die. Das sind Amerikaner, die indische Wurzeln haben. Nein. Doch. Nein. Das ist ein Trugschluss. Das habe ich aber gelesen. Das ist falsch. Das sind wirklich Inderinnen. Woher weißt du das? Weil ich es kontrolliert habe. Wie? Wirklich. Ich gehe immer so auf Bollywood-Filme. Ich dachte, du guckst keine Bollywood-Filme. Ich kontrolliere die Wikipedia-Einträge dieser Filme. Aber warum? Weil ich. Mich das interessiert hat. Sollen wir aufhören? Weil jetzt wird es ekelhaft. Nein, bleib da. Nein, die sind wirklich Inder. Wirklich. Es gibt eine kleine Prozentzahl von Briten, ganz wenig, aber das sind auch Inder. Die sind halt nun in Großbritannien, in England geboren. Ah, okay. Und auch, aber sind dann, immer Inder. Dann subtrahiere ich meine Aussage. Ja, das ist nicht so dieser Quark, dass man sagt, das sind Türkinnen und die spielen in das. Stimmt nicht. Aber gut, was hältst du jetzt von dem Hotel? Du hast ja nicht gesagt, was da abgeht. Ja, also guck mal, du kannst ein Hotel buchen. Ja, und zu jedem Zimmer gehört eine Frau. Ja. Und dann, aber was heißt das, dass die Frau dazu gehört? Die Frau ist dann auch all-inclusive. Das heißt? Das heißt, die geht mit dir. Was heißt das? Ja, die geht mit dir raus. Also die macht eine Woche so, ob sie deine Frau wäre. Sie geht mit dir raus, macht alles, geht Urlaub, Strand. Ja, aber ist eine Putzfrau und Brasilianerin? Ja. Oder so wie bei Modern Family, die Ehefrau von Ed O'Neill so. Das ist so Putzfrau Brasilianerin. Ja, ekelhaft. Ja, aber anders ist ja auch ekelhaft. Hey, das wird echt mies hier. Guck mal. Was meinst du mit ekelhaft? Ja, so, dass man überhaupt sowas macht. Was macht? Dass man in Urlaub geht und eine Frau dazu bucht. Ja, aber stell dir vor, der Mann hat nie eine Frau bekommen. Der sieht einfach aus wie so ein... Ja, die sehen auch schrecklich aus. Nein, stell dir vor, der Typ ist jemand, der nie eine Frau hatte. Ja, das ist nicht so. Das sind so Saunagänger. Ja, dann ist das natürlich nicht gut. Das sind so Sonnenbrand. Es ist auch anders nicht gut, sich das zu erkaufen. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich heiße es nicht gut. Es ist definitiv falsch. Aber ich kann diesen Vorgang nachvollziehen. Ja. Ja, ich,
Ja, also das gibt's, habe ich letztens gesehen. Und bei in Thailand, Bruder, oder Philippinen, asiatischen Bruder, das sind, siehst du, es gibt ja deutsche Läden da, ne? Schnitzel und dies, das. Und das, ja, das gibt's in vielen. Deutsche Auswanderer. Die dann Auswanderer. Ja. Auswanderer, die dann sozusagen ihr Geschäft aufmachen und dann deutsche Urlauber hinbringen. Und dann sind da mal asiatische Frauen, wo man sagt, ich weiß nicht, was die Männer da denken. Wirst du zufrieden, wenn du weißt, diese Frau will dich gar nicht und du bist nur, weil sie sagt, ich kann durch dich ein besseres Leben haben? Ich könnte nicht so leben. Ja, du nicht. Aber guck mal. Guck mal. Versuch. Ich sag nicht, dass das richtig ist. Aber stell dir vor, du bist ein 80-jähriger Mann. Ja. Du bist alleine. Und du hast das Die sind aber nicht alleine, diese Hunde. Nein. Ich nenne dir jetzt meine Kriterien, ja, dass ich so ein Verhalten nachvollziehen kann. Okay. Ich würde es auch nicht machen. Denke ich. Ich weiß nicht, wie ich als 80-Jähriger denken werde. Frag mich in 4 Jahren nochmal. Du bist ein einsamer 80-jähriger Mann. Ja. Du hast niemanden mehr. Ja. Und du hast die Möglichkeit, ja, so eine 20-jährige schöne Asiatin abzuschleppen, die bei dir lebt, die dich bekocht, die sich um dich kümmert. So. Wenn er das macht, kannst du das nicht nachvollziehen? Unabhängig, ob du es gut findest, kannst du es nachvollziehen? Ich finde Alkohol trinken falsch. Aber wenn jemand trinkt, ich kann nachvollziehen, warum man das macht. Der will lockerer werden, der will Spaß haben. Ich sag nicht so, oh mein Gott, das ist ein Verhalten, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Nisa hat so darüber geredet, dass die Zuschauer jetzt sagen, ich habe das immer scheiße gefunden, aber so wie das Nisa erklärt hat, so, der ist bereits. Da ist ja nicht, das ist eigentlich nichts Falsches, oder? Nee, kannst du es nachvollziehen? Ja. Ja. Nachvollziehen, ja, aber er ist trotzdem eklig. Aber denkst du, es ist für ihn eklig oder dass er Spaß hat? Ich finde es ja schön. Ja. Der junge Herr. Ja. Ey, das ist echt krass. Was alles so gibt, ne? Aber das ist eine gute Investition von diesen jungen Frauen, von diesen jungen Ausländerinnen, weil der Mann stirbt und dann sind die erst 32, 33, die können haben noch ein ganzes Leben vor sich. Ja. Guck mal, weißt du, das aber... Was eine Theorie. Gibst du mir recht? Das ist mir gerade eingefallen. Ja. Dass die, also europäische Männer, nicht deutsche, europäische, ja, Männer, weiße europäische Männer, ja, der weiße, weil Schwarze Mann. Machen das ja nicht. Ja. Weiße europäische Männer. Oder wie viele schwarze Männer hast du mit so dicken weißen Frauen gesehen? Ja, das war aber was anderes. Das ist da, guck mal, es gibt ja drei Klischees. Es gibt ja einmal dieses, du siehst eine weiße, dicke Frau. Ja. Und die sagt so, wo ist der Mann? Ja, der war Soldat. Ja. Und der ist wieder zurück, der holt mich aber jetzt bald. Ja, ja, genau. Ja, und dann ist die Nummer weg. Ja. This call is not available oder sowas. So, jetzt gibt's ja, guck mal, weiße europäische Männer, ja, sind meistens irgendwo im asiatischen Bereich. Nee, auch in Südamerika, denke ich. Ja, Südamerika langsam ist ein neuer Spot. Aber wir reden von einem Klischee. Ja. Sind die im asiatischen Bereich, ne? Und die weißen europäische Frauen sind meistens im Nordafrika unterwegs. Ja, du verdammter Pisser, Alter. Was machen die da? Ganz andere Richtung. Ja. Trifft euch doch alle bei den Asien, dann könnt ihr wieder zusammenfinden. Ja, ja. Die alten weißen Frauen und die alten weißen Männer. Findet euch bei, also ein Mittelpunkt so. Ja. Aber weißt du, was aber geil ist? Das mit den asiatischen Frauen, mit den europäischen Männern, ist eben halt, ist langweilig. Die, ja, können kein Deutsch, können ein bisschen zwischen den Zehen so machen und so. Ja. Das können die. Aber Tunesier oder Nordafrikaner oder Algerier, das ist ja irgendwie stylisch. Weil die können so gebrochenes Deutsch, dann haben die ihr Hemd offen. So, ne? Die heiraten einfach eine 50-jährige Frau. Ja, da kommen die so, sagen die so, ich bin so lange in diesem Hotel. Ich habe noch nie so eine wunderschöne Frau wie dich gesehen. Und die Frau sagt dann, oh, ist der süß. Ja. Und dann? Er sieht aus wie ein AIDS-kranker Michael Jackson. Ja, so Thriller-Zeit. So duck, duck, duck. Und dann rufen die an. Ja. Videocall. Dann die Tochter Sabine. Sabine, ich habe jemanden endlich kennengelernt. Ja, wer denn? Er heißt Julio. Ja. Wo bist du denn? Marokko. In Marokko. Julio? Ja, er ist Spanier. Aber er lebt dann hier. Dann fangen die an, ich habe Probleme, ich muss meine Mutter ernähren. Ja. Schick Geld. Jetzt sagen aber Leute, warum macht ihr euch über die Leute lustig, die mit Hoffnung dahin gehen? Dann sage ich, weil die dumm sind. Ja. Weil jeder gesunde Menschenverstand weiß doch, dass ein
egal wo du hingehst, das sind Animateure, die sehen jeden, guck mal, für dich ist was Einzigartiges für 5 Tage, der sieht das jeden Tag. Für den ist es eine Normalität. Wie du zum Beispiel, kennst du so Leute, die als Notarztfahrer arbeiten oder Krankenschwester, die kannst du nicht beeindrucken. Ich so, ey, hast du gehört, der ist gestorben. Sagen, ja, ist okay, das ist passiert. Weil die tagtäglich damit zu tun haben, haben dieses, die Emotion damit abgelegt, weißt du? Ja. Die, für die ist das nicht mehr so schlimm. Genauso, wenn du zu jemandem sagst, wie ein Leichenbestatter, wenn er einen Unfall sieht, der sagt so, ja, ist eine traurige Sache, aber so, und wir können tagelang nicht schlafen. Weißt du? Ja. Und so ist es auch für die. Für die ist eine geile Emotion. Eine Woche wird einer heiß begangen, der macht es jede Woche. Also, der hat Freitag, Samstag, Sonntag frei. Aber ich frage mich, wie groß ist dein Verlangen nach Europa, dass du dich so hingibst? So einer Frau, die du gar nicht attraktiv findest. Ich weiß nicht, Bruder. Also ich würde eher in Burkina Faso leben, bevor ich sowas mache. Ja, ich weiß nicht, aber hier, frag doch, du kennst sie doch. Was willst du wissen? Ich schwöre, ich hab's gefunden. Wallah, ich hab's gefunden. Das ist der Original. Alter, le best. Leute, müssen wir uns gerade angucken. Warum ist das so? Ey, ich weiß nicht, das ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Ey, warum ist das so? Sag mal, bitte. Du bist doch da. Du kennst doch die Leute. Ich bin Deutscher. Du kaufst doch da Datteln bei denen. Ja, ich bin Deutsch. Ich war 6 Jahre nicht mehr da. Echt? Ja. Aber guck mal, jetzt Spaß beiseite. Ja. Du sagst ja immer sehr oft, du bist Deutsch. Ja. Aber ich kann das bestätigen, dass du mehr Deutsche Tugenden ja, ne, besitzt als so eigene kulturellen Sachen. Ja, das stimmt. Ja, du bist auch, weißt du, jemand, zum Beispiel, guck mal, ich habe ja Freunde von mir, weißt du, zu einer Stand-Up-Comedy-Show eingeladen. Ja. Ich habe die alle zahlen lassen, aber ich habe die eingeladen. Ja. So, iranisches Einladen. Ja, iranisches Einladen. Komm doch, Bruder und so, und dann kurz vorm Eingang Handy aus, so, er muss ja rein. Ja. Dann kam, und die haben alle das Gleiche gesagt. Sag, wir waren fasziniert, wirklich fasziniert. Was für Deutschkenntnisse oder was für eine Sprache der an den Tag legt, wie er Deutsch spricht, das ist unglaublich. Die haben nicht mal sie haben gesagt, der Thomas und der Björn aus meiner Firma sprechen nicht mal so gut Deutsch wie Nisa. Ja, ja. Ich lege auch sehr viel Wert darauf. Ich finde, die deutsche Sprache ist eine reiche Sprache, eine schöne Sprache, und ich lege sehr viel Wert auf meine Ausdrucksweise, und ja, ich finde das auch cool irgendwie. Ja, ist geil. Ich habe viel von dir gelernt. Ja, das ist. Ja, du bist immer besser. Ja. Du bist mittlerweile schon, dass ich denke, hoch, mein lieber Scholli. Ja, das lag daran, nichts gegen meine alten Freunde, aber. es kommt viel vom Lesen auch bei mir, viel vom Umfeld. Ja, also ich sage, man versucht immer jeden Monat ein Buch zu lesen. Dann lese ich natürlich viele Comics, die ja auch in meinem super akkuraten Deutsch geschrieben sind. Mhm. Dann auch mein Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Du kennst ja einige, hast ja Shop, Volker kennengelernt. Ja. Ja, dann ist das so. Dann, Was ist los? Ich muss an diese Nordafrikaner, die du mir gerade gezeigt hast. Hast du eigentlich Cousins da? Ja. Was machen die? Meine meisten Cousins leben aber in Frankreich und in Italien. Echt? Ja. Warum hast du die nie besucht? Wissen die, dass du Stand-Up machst und Podcasts und so? Die wissen, dass ich bekannt bin. Die sehen das an den Zahlen, aber so. Ja, die verstehen mich ja nicht. Sagen die nicht so, hey, Nisa, was? Schick mal Geld. Ja, klar. Echt? Ja. Aber du sagst so, hey, ich kann nicht noch eine Familie ernähren. Ja. Ich zahle doch schon Strom. Doof. Ey, das musst du mir eigentlich erzählen.
Darf ich das erzählen? Ja. Mit Herz. Alle Podcast-Fans. Nisa ist ein, also Mutter Teresa ist gar nichts dagegen. Ja. Samarita, Mahatma Gandhi. Ja. Alle können einpacken. Michael Jackson, Muhammad Ali, dass er gesagt hat, ich verzichte auf meinen Titel und so. Alle. Basawis. Basawis, Bijamisten. Bijamisten. Nisa erzählt mir vor ein paar Tagen, ey, Bro, du weißt, was passiert ist? Ich dachte, krass, was ist los? Du bist ja voll aufgewühlt. Ich habe gemerkt, ich zahle seit ein Jahr. Eineinhalb Jahren. Ich kann es gar nicht aussprechen. Also, Papa, wenn du das siehst und hörst, meckern Nisa nicht an. Ja. Ja, weil der hasst ja sowas. Ja, Nisa ist einfach ein Bijamist. Er ist ein Bijamist, kannst nichts da machen. Der ist einfach ein Bijamist. Ey. Nisa hat einfach 1,5 Jahre, und das hat er jetzt erst vor 3 Tagen gemerkt, Strom für eine 3-köpfige Familie bezahlt, die deine Nachbarn sind. Ich weiß nicht, das sind auf jeden Fall nicht mein Zähler. Das ist nicht sein Zähler, er bezahlt mit Herz. Nein. Doch, er lacht. Sieht mir, guck mal, wie glücklich er ist. Deswegen ein Applaus für Nisa. Das ist sehr schön, dass du. Ich finde das schön, dass du das machst. Ja, du gibst den Menschen was zurück. Ja. Ich bin aber wie du, ich zahle Menschen. Ich bin wie du, ich zahle Menschen, die nichts für mich tun. Ja, aber er hat das nicht gemerkt, weil er nie auf sein Konto geguckt hat. Ja, er kontrolliert es ja nicht. Nee. Das Problem ist, es gibt ja auch beim Konto einen Pop, so ein Pop-up, wo da steht, sie bezahlen so viel, das sieht er auch nicht. Auf jeden Fall, du zahlst das, aber dreist von dieser Familie, dass sie nicht irgendwann sagen, ey, ist doch gut, wir kriegen seit 1,5 Jahren keine Rechnung. Ja, denen ist das so egal. Ja, was machst du jetzt da? Ja, ich bin jetzt dran, ich habe bei Energy angerufen. Wie heißen die? Energy. Woher kommen die? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr hört das auch, denn ich bin kurz davor, was mein gutes Recht ist, meinen Ruhm auszunutzen, um euch zu zerstören. Wie damals jemand anderes. Hast du denen schon den Vorfall gemacht? Ja, ich habe den geschildert. Ja, jetzt müssen sie nachweisen, dass es nicht ihr Zähler ist. Dann habe ich wie nachzahlen? Das ist auf dem Namen. Ja, aber Zählernummer gehört zum Mietvertrag. Ich muss Protokoll schicken und dann das. Aber die lassen sich Zeit. Das ist jetzt eine Woche. Und ich warte jetzt ein paar Tage. Also Energy, falls ihr das hört. Ansonsten aktiviere ich die Nisa-Army. Ja. Und dann aktiviert Cheyenne die Cheyenne-Army. Und dann sind eure Accounts so überflutet. Dann wirst du sehen, wie schnell die mich anrufen. Ja. Wenn ihr natürlich nicht einige Leute schreiben... Ey, jetzt nutzt er seinen Ruhm aus, wie verantwortlich. Das ist, nee, natürlich nutze ich das aus, weil die mir Geld schulden. Und nicht wenig. Ja. Wenn ihr das nicht glaubt, fragt einfach Sixt. Da macht ihr, was möglich ist. Ja. Was möglich ist. Wir sind echt. Ich habe aber letztens ausgenutzt wegen Sixt. Ja, wir sind die John Wicks des Internets. Ja. So, wir löschen nicht einfach aus. Wenn du korrekt wärst, ja, würdest du weiter diese Familie. Bezahl doch weiter. Kann man 1,5 Jahre für eine 3-köpfige Familie. Weißt du, wie viel Geld das ist? Das habe ich jetzt erst bei der Steuererklärung gemerkt. Der Steuerberater sagt so, hä, wieso zahlen sie so viel Strom? Und wieso zahlen sie Doppelstrom? Sie zahlen doch hier Strom an diese Firma und hier Strom an diese Firma. Das sind ja auch 2 verschiedene Stromfirmen. Meine Stromfirma ist ja eine ganz andere, als die ich zahle für diese 3-köpfige Familie. Du bist geil. Sowas ist aber richtig Nisa-Aktion. Ja, Mann. Du hörst von niemandem sowas, nur von Nisa. Irgendwann kommt raus, so Steuererklärung. Nisa, warum zahlst du seit 18 Jahren Kirchensteuer? Ja. Keine Ahnung, warum? Ich schwöre, das wäre nicht ungewöhnlich, wenn das passiert. Das Geld, das ich jetzt wiederkriege für diesen Strom, damit können wir echt nach Las Vegas. Echt? Präsidenten-Suite, alles. Ja, lass alles verzocken und kommen wir als Versager zurück. Was wir eh sind. Was wir eh sind. Ja. Weil wir gehen ja nicht anders hin, als wir zurückkommen. Ja. Das ist krass. Wie lange ist das? Bruder, wir sind schon bei 1 Stunde 14 Minuten. Echt? Ja, und guck mal, alles läuft. Ja, das freut mich. Das freut dich, ne? Ja. Hey, yeah. Anyone can in the same with you. And I can win it then. So redet Nate Dogg, sein Sohn. Nate, du weißt nicht mal, wie der heißt. Doch. Nate Dogg, sein Sohn. Nate Kelp. Nate Kelp, Snoop Kelby Kelp. Ey, Snoop Dogg ist schon hässlich, Bruder. Findest du? Du kannst jetzt für $700 kannst du ein Grußvideo von ihm haben. Bei Patreon? Nee, nicht Patreon, bei Cameo. Cameo. $700? Ja, kriegst du viel. $700, dann sagt dir Snoop Dogg, hey yo, Snoop Doggy Dogg, what's up, Habibi, my nephew. Ich würde ihm das schreiben. Soll ich das machen für dich? Nein. Der soll nur sagen, Habibi, mein Nephew. Nein, aber du kannst ja verlangen, was die sagen, ne? Ja, du kannst sagen, ey, sag mal, Nisa, schöne Grüße an die 3-köpfige Familie, wo er Strom bezahlt, der sagt das.
Oder, was, ey, sollen wir das mal machen, dass wir Snoop Dogg schreiben, sag mal, ey, das ist der Bijamist, ey. Aber wir können zum Beispiel sagen, ey, sag mal, Nisa Shine Podcast, Platz 1 in den Comedy Charts in Germany, all time. Ja. Der kann, sagt das dann. Das ist irgendwie stylisch. Irgendwie stylisch, aber $700. Ja. Spinnt der? Ja, spinnt der, kann ich sag, ist, das ist nur der monatliche Beitrag für Strom für die Familie. Ja. Ich sag so, ey, yo, I'm your nephew. Habibi. Der ist doch sehr dünn, der Snoop, ne? Der wird irgendwie nicht dick. Der Bruder, der ist lang und dünn. Ja. Der sieht komisch aus. Weißt du, wie der aussieht? Wie von Mars Attack. Kennst Nein, du? Nein, die sind nicht so. Doch, diese ganz, der ist eine lange. Ganz hässliche Leute. Auf jeden Fall, ja, Cameo, was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der in meinem Zeitpunkt da war. Bleib doch. Ich glaube, cool. Es gab mal einen Zeitpunkt in der Geschichte, wo ich viel davon gehalten habe und dachte, ey, wir könnten Pioniere auf diesem Gebiet in Deutschland sein. Aber da hat mir irgendjemand das ausgeredet. Krass. Mit seinen Internetargumenten. Ja, krass, was für ein Typ, ne? Ja, was für ein Typ. Typ, was ein Bijamist. Ich bin Bijamist 3 Ewald. Krass. Ey, ja, was hältst du davon? Ich glaube, das ist... Also, Leute, das ist so eine App, da kann man Stars eben halt... Man kann sich persönliche Video... Grüße Geburtstag. Grüße von so Stars. Neue Eröffnungen. Genau, das in Amerika... Voll in. Die Stars bestimmen auch selber den Preis und in Deutschland schwappt das auch rüber. Vielleicht mache ich das auch und ihr kriegt für 17 Euro ein Video von mir. Wenn ich 10 Videos am Tag mache, sind es 170 Euro. Ja. Also du machst dann ein Video und dann kannst du sagen, es geht immer, glaube ich, höchstens 60 Sekunden. Genau, du sagst genau das, was der hören will. Yo, dann ich zahlen die über diese App, zahlen die und dann kriegst du ein Grußvideo. Oh. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns mal privat an die Zuhörer, was haltet ihr davon? Würdet ihr sagen, das ist cool, das ist gerechtfertigt für einer, der sich die Zeit nimmt? Ja. Leute, sind die auch so dreist und schreiben die auch immer. Ey, mach mal ein Grußvideo für meinen Cousin. Voll oft, ich krieg auch immer Nachrichten. Ja, was ist das denn? Chef, ich mach für jeden ein Grußvideo. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ja. Aber... Ey, Leute, das ist mir bitte mal eingefallen, wenn ihr mich liebt. Ey, guck mal, Max. Nur wenn, warte. Wenn ihr mich liebt. Wenn ihr mich liebt. Wenn ihr mich liebt. Schreibt mal bitte Nisa bei Insta, folgt ihm da. Und schreibt, Nisa, gibt ihm fünf Gründe, nein, nicht fünf Gründe, gibt ihm einen Grund, warum er eure Strohrechnung zahlen soll. Ey, das ist geil. Bitte schreibt ihn mal. Sagt ihm so, ey, Nisa, guck mal, das und das ist mein Grund, dass du meine Stromrechnung zahlen sollst. Ich will das sehen und ich will, dass du mir Screenshot zeigst. Okay. Ja? Ey, guck mal, was Markus Krebs gepostet hat vor 2 Tagen. Zeig mal, Markus der King. Ja, liebe Grüße an Markus Krebs. Der hat gepostet, der hat mal seine Freundin ins Kino eingeladen und nach dem Film auch wieder abgeholt. Ey, das ist schon assi. Ey, der Markus ist der King. Und hier war noch ein sehr, sehr starker. Ich feiere den Typ einfach. Der ist. Der Bijamist. Der ist der Bijamist. Warte, wo war das? Die Leute reden wieder Englisch. Gangshit. Was geht mit dir eigentlich? Keine Ahnung. Die Hölle ist heiß. Ja, guck mal, Markus Krebs. Talk to me nice. Guck mal, Markus Krebs. Oh, du siehst aus, als könnte ich was zu trinken vertragen. Ey, das ist geil. Ey. Talk to me nice, Will. Ich sag dir, hol mal in die Küche Nachtisch. I'm saying, cooking it, bitch, in the shit. Das ist geil. Lang nichts gehört. So. Ich denke mal, Es wird Zeit. Ich will mal ein ernstes Thema jetzt kurz ansprechen. Jetzt oder nicht? Ja, ich will einen Abschiedsgruß machen, aber ich will dafür Geld. Spaß. Nee, ich will mal sagen, liebe Leute, wir brauchen eure Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt ein Spendenkonto eingerichtet? Nein, wir haben es jetzt geschafft, über eine Stunde mit Video, wir haben es endlich geschafft. Mhm. Wir hatten sehr viele technische Probleme, weil... Sag nicht, wir haben es endlich geschafft. Nachher passiert wieder irgendwas. Ja, okay. Denkt euch es, dass wir es geschafft haben. Die Sache ist, wir haben sehr viele technische Probleme gehabt, weil wir kennen uns schon aus, aber wir müssen noch viel lernen, was mit Technik angeht, weil wir haben keiner hilft uns. Wir machen alles alleine. Ja. Das heißt, die sind voll krass. Von der Produktion, vom Schneiden, vom Ton, Hochladen, alles machen wir alleine. Nisa macht die Texte, weil er ruft mich immer an und sagt, ey Bruder, da ist kein Komma, da ist kein Punkt, da hast du ein anderes Wort geschrieben, das ist Hebräisch und das ist das. Deswegen Nisa übernimmt die Texte. Ja. Und ich versuche immer, das den technischen Teil zu übernehmen. Ja. Wo Schein ein bewanderter... ein bewanderter Typ, wie auf dem Jakobsweg. Ja. So. Ich wollte nur sagen, ich will das mal anmerken, wirklich. Ich will sagen, Leute, es wäre sehr, sehr korrekt von euch, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Ja, also ihr geht auf Spotify, nicht nur die Folge hören, Spotify auf den Hauptchannel,
folgen, YouTube auch ein bisschen kommentieren, liken. Abonnieren. Abonnieren, weil gewisse Leute sagen immer, ey, weil unsere Streams passen überhaupt mit unseren Followern gar nicht zusammen. Ja. Also wir haben dreifach so viel Streams als Follower. Ja. Das heißt, jeder Dritte abonniert nur. Ja. Und das ist traurig. Deswegen wollte ich einfach so euch bitten, bitte. Ist sehr traurig. Das arme Kind in Afrika, das nicht zu essen hat, wird das nachvollziehen können, dieses Problem. Ja. Ja. Ich wollte jetzt was sagen. Aber Dings, was soll ich noch sagen? Folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken bei Facebook. Ja. TikTok sind wir auch sehr aktiv. Ja, aber einzeln. Es gibt keinen, nicht, dass sie denken, es gibt einen Podcast-Account. Gibt's nicht. Aber viele haben nach einem einzelnen Account gefragt. Da habe ich gesagt, ich will nicht mit dem. Ich bin schon so genervt. Ja. Ich habe gesagt, so wie der sein Insta führt, lieber nicht. Ja. Ich habe keinen Bock auf Gaming-Videos. Ja. Okay, meine Damen und Herren. Mein Name ist Shayan Garcia. Das ist der wunderschöne Nizar, der auch live auf Stand-Up-Comedy-Tour ist. Ja? Termine findet ihr auf www.nizar.tv. Und Leute, er erzählt kaum Witze. Er macht richtige Stand-Up. Aber das will er ja nicht zeigen im Internet. Genau, weil... Weil, es gibt kein Weil. Nee, das kommt. Es kommen bald einige Videos. Es kommen einige bekannte Formate, wo ich auftreten werde. Und dann... ich bin ja auch Nizar ist einfach komplett. Witze erzählen, Stand-Up, Striptease, Tanzen, Gesang. Ja, Freunde, ich bin auch ab und zu mal da. Ja. Ich schneide immer mal rein ab und zu. Genau, geht auf www.nizar.tv, kauft euch Tickets. Und ich bin überall in jeder Stadt. Jeder, der kommt, kriegt auch ein Bild, kriegt ein Brusthaar, kriegt einen Zungenkuss. Ich glaube, die Leute wollen kein Bild und so. Doch. Ich glaube, die wollen eine Sache nur. Bringt eure Stromrechnung mit, er unterschreibt sie euch. Er macht ein Autogramm auf eure Stromrechnung. Der Pyjamist. Also komm vorbei. Es hat mich wieder sehr gefreut, dich zu sehen, Bruder. Auch, vielen lieben Dank. Und I love you. Auch wenn du eine 24 Karat goldene Uhr trägst. Hey, das ist eine 60 Euro. Ich will, dass du die ausziehst. Okay. Ciao. Vielen lieben Dank. Ciao.